Wer? Du bist 50 Jahre alt, du bist auf TikTok live, wie er seiner Welt. Du bist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Alter, deine Stimme ist blöd. Ach, von Nalasim, warum sagst du sowas? Mein Sohn. Du bist dein Sohn. Du sagst mein Sohn. Also, Billah, das geht doch gar nicht. Ja, wie hast du das geschafft? Oh, sei nicht frech gegenüber deinem Vater, sonst muss ich dir die Ohren lang ziehen. Du hast deinem Vater die Ohren lang gezogen? Nein. Nein, ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Du bist dein Vater? Nein. Sag doch sowas nicht. Ja, du bist ein bisschen dumm wie viele deiner Leute. Dein Vater ist dumm? Nein, sag, ey, Walla, Eib, sag so. Ey, Jungs, kommt runter, okay? Kommt ey, runter. Ja, weg. Zeitverschwendung ist euch. Live Schluss. Ja, Assi-Kinder. Richtiger Sonderschüler. Immer mit diesem Argument, hey, mit 50 gehst du live auf TikTok. Erst einmal, ich wüsste nicht, dass TikTok eine Kinderplattform ist. So, ist doch scheißegal, wie alt man ist. Erst einmal, ich bin nicht 50, ich bin 34. Und ich wüsste nicht, dass es eine Altersbegrenzung bei TikTok gibt. Ja. Aber bei Ihnen, bei den ganzen Leuten, bei den ganzen muslimischen Influencern, die Dauer machen und so, 40, 50 und älter, da sagt nie jemand, da kommt keiner auf die Idee und sagt, hey, was machst du mit 40, 50 Jahren auf TikTok und so. Aber bei mir kommen sie immer mit dem Blödsinn. Ja, sie trauen sich nicht heute. Heute haben sie schon Abreibung bekommen. Gestern haben sie Abreibung vom Feinsten bekommen. Danke, Fanny. Wann Kundgebung in Somalia? Bald, wenn der Kreuzzug für Somalia ausgerufen wird und Afrika wieder zurückerobert wird. Dann gibt's Kreuzzug in Somalia. Kundgebung. Ja genau, Arafat ist 50, bei ihm sagen die nichts, da kommt keiner auf die Idee. Die wissen, dass du cool bist und blamierst, keiner kommt an dich heran. Ja eben, sie blamieren sich alle. Sie blamieren sich alle. Oh, bitte, Tesla Hahn, geh mir weg, Alter. Komm mir jetzt nicht, ey. Guten Abend. Hey, Abend. Warum kommst du nicht so? Nee, ich bin nicht gerade so auf dem Niveau, dass ich jetzt mich so blicken lassen kann. Ich habe den ganzen Tag geschnitten, Alter. Ich bin jetzt gerade mit dem Trailer fertig geworden. Ja, für diejenigen, die nicht wissen, was ich meine, ich habe gerade die dritte Folge der Amselfelder Late Night Show fertig bekommen. Ja. Das war ein Prozess. Und diesen Freitag veröffentlichen. Diesen Freitag wird es veröffentlicht. Um 18 Uhr auf dem offiziellen EVM-PC-Kanal. Der Trailer ist jetzt auch schon fertig. Den werde ich dir gleich schicken. Kannst du dann auch überall verteilen. Und dann haben wir das endlich mal. Den Trailer hast du auch schon fertig. Genau. Geil. Perfekt. Sehr gut. Ja, genau, dann schick mir heute schon den Trailer und dann werde ich den Trailer schon morgen veröffentlichen und dann Freitag 18 Uhr werden wir die Folge veröffentlichen, dauert 3 Stunden und danach werden wir zusammen nochmal live gehen und auf all eure Fragen eingehen, weil ja, 3 Stunden Diskussion ergeben sich bestimmt viele Fragen und dann werdet ihr die Möglichkeit haben, noch Fragen zu stellen und ich werde dann gemeinsam mit Gerald live auf YouTube sein und
ausführlich auf eure Fragen eingehen. Genau, das wird ja, so viel ich das jetzt verstanden habe, wird das ja im Rahmen deiner Freitagspredigt stattfinden, ne? Oder? Ja, genau, ja. Ja, machen wir so ein Verspätel. Bei Freitag schalten eh die meisten Leute ein. Und ich denke, das passt gut so. Ja, das wird richtig Hammer. Ich freue mich schon drauf. Ey, Junge, du weißt gar nicht, wie viel Arbeit das war. Ich ja, boah, heftig, ey. Eine 3-Stunden-Show zu schneiden, meine Fresse. Ja, Mann. Und wie findest du, ist das insgesamt geworden? Ich finde es gut. Also das ist natürlich die beste Folge von allen. Ja, das ist ganz klar. Und 3 Gesprächspartner, also sowohl du als auch ich, als auch hier der Hamlet war ja dabei und dementsprechend, das war ein übertrieben produktives Gespräch und das bietet so viel Mehrwert, unfassbar. Also ich freue mich schon voll auf die Reaktionen der Leute. Ja, ich bin auch gespannt auf die Reaktionen und ich fand sogar 3 Stunden war noch irgendwie so wenig. So, ich fand das Thema gar nicht so. Und so witzig. Und dann so witzig gemacht, so nach 2 Stunden so, okay, gut, das ist jetzt einleitend und jetzt kommen wir zum Thema nach 2 Stunden Diskussion. Aber am Ende war die Konzentration aber auch ein bisschen weg, da haben wir voll viel gelacht und rumgealbert, aber so ist es halt. Das ist halt ein organisches Gespräch. Bei mir nicht, Alter. Ihr habt angefangen, Blödsinn zu machen. Was? Du hättest nicht sehen müssen, wie viel du gekichert hast. Aber sympathisch, Mann. Ja, ich habe gekichert, weil ihr angefangen habt, Scheiße zu machen und ich musste lachen wegen deinen Grimassen und so weiter. Aber ich kann mich sogar erinnern an eine Situation, ich will ernsthaft reden und ihr kommt die ganze Zeit mit so Verarschung, was weiß ich. Die Türken schaffen. Was, Türkenschanzpark? Hammer, ey. Ja, Mann, ich bin echt froh. Wahnsinn. Der türkische Drachenlord. Aber der höchst intellektuelle Drachenlord. Ihn darf man wirklich nicht unterschätzen, ne, den Hamlet. Nein, ich hab den von Anfang an nicht. Der war eh super in der Diskussion. Ja, hab ich auch gefunden. Ey, Gerald ohne W. Warum heißt du nur noch Gerald, Alter? Was? Bei dir gibt es so einen Troll-Account, der heißt Gerald ohne W. Und jetzt hat er sich aber nur als Gerald identifiziert. Aber ist in Ordnung, passt schon. Ja, was machst du heute noch? Zerfetzung, oder? Ja, aber keiner traut sich. Dein 8. Account oder so. Ja, 4. Account. Ja, schau, aber der Vorteil ist, ich habe halt dann mehrere Accounts mit Live-Funktionen und mit allem drum und dran, weißt du? Ja, passt schon. Und das ist ja auch nicht schlecht so. Und dann, wenn es wieder freigeschalten wird auf dem Hauptaccount, dann geht's eh weiter. Hallo. Nein, also Gerald würde mich nicht hören. Gerald, gestern habe ich doch mit dir kurz gesprochen, aber du hast mich unterbrochen. Hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit für mich und Geduld? Meinst du ihn oder mich? Nee, den Irren. Achso, okay. Wir haben über die NPD gesprochen. Ich weiß so, dich, ja. Aber... Boah, mich nervt das. Nur kurz, wir haben jetzt ja nicht... Ja, okay. Du meintest ja, dass du... Ich habe... Wie unterscheiden sich deine Positionen von der NPD? Weil die NPD, ja, sie ist ja auch gegen die Islamisierung und Überfremdung. Ich kann dir Dutzende Artikel schicken oder benennen. Du hast gemeint in einem Stream, dass du auch gegen die Umvolkung und Remigration bist. Das ist auch die Position von der NPD, kann ich dir auch zitieren. Zum Beispiel hier Umvolkung, ein NPD-Begriff macht Karriere. Auf der NPD-offiziellen Website. Warte, ich bin noch nicht fertig. Dann... Inwiefern unterscheidest du dich von Anders Breivik? Ihr habt beide geatmet. Was ist das? Also irgendwelche Parallelen aufzählen, ist ja Schwachsinn. Nee, aber das sind ja. Okay, nee. Außer, also okay, ich verstehe. Ja, die NPD hat einen Anti-Amerikanismus und Anti-. Oh, ich erkenne dich bei der Stimme. Ich erkenne dich bei der Stimme. Du bist Contemplation. Ja, ja, ja. Du bist Contemplation, richtig. Alter. Richtig, richtig. Ah, ja, das ist der.
Ich erkenne diese Stimme, diese kleine Chihuahua-Stimme erkenne ich von 3 Kilometern aus Entfernung. Menschen, alles du klar. Traust dich also, du traust dich mit schönen... Ich habe mich immer getraut. Mit Bart und Turban. Immer getraut. Wann hast du dich getraut? Wie oft habe ich... Sollte nicht Begehrheit eine Diskussion... Ja, aber Begehrheit kennt die Wahrheit. In letzter Sekunde. Begehrheit kennt die Wahrheit. Du hast... Hey, Contemplation, ganz im Ernst. Komm zu mir auf dem Kanal, wir haben beide gleich viel Redezeit und du hast auf dem letzten Drupal eine Aktion gemacht, ja, das ist doch nicht neutraler Boden, das ist ja dein Account, ja, hättest du ja wissen können. Erstmal zusammen. Du darauf bestanden hast, dass es auf deinem Kanal passiert. Aber er moderiert es. Aber das war nicht vereinbart so. Vereinbart aber war, dass es auf Nein, du verstehst das Prinzip Kanal nicht. Guck mal, du verstehst das Prinzip nicht. Guck mal, es gibt eine Lobby und das ist der Stream und dann können alle Kanäle können das selber streamen bei sich auf dem Kanal. Wir können das vielleicht nochmal organisieren. Wenn du noch Lust hast, können wir das ein andermal organisieren. Ich bin immer bereit. Aber ich sag dir nur eine Sache einleitend. Ja, ich will dir nur eine Sache einleitend sagen. Du hast jahrelang, nicht Monate, jahrelang. Nee, nicht jahrelang. Du hast 2 Jahre nur Evan PC Content hochgeladen. Du hast 2 Jahre nur über mich. Du hast dir 6 Stunden Livestreams geschaut und eine Sekunde, wo so die Kamera geht und meine Freundin zu sehen ist, hast du dann eingeblendet und so weiter und hast du noch verpixelt. Und für das wird wirst du die Rechnung bekommen, ich sag dir. Für diese, okay, für alles andere kannst du machen. Alles andere ist kein Problem, aber für diese eine Sache werde ich dir nie vergessen und in 20 Jahren vergiss du nicht, vergiss nicht. Das garantiere ich dir. Für diese okay, Sache. Mach doch, ist mir egal. Du hast keine Antworten auf meine Fragen. Ich habe Antworten auf deine Billigfragen. Ich antworte du hast die gesehen, Frage wie oft ich dich... Ich sag dir nur. Was? Was willst du mir sagen? Willst du mich bedrohen jetzt? Ich antworte dir auf deine Billigfragen, Alter, die so schlecht sind, so leicht zu widerlegen, Mann. Okay, ganz einfach. Okay. Wie Gerald. Ja, bitte. Ich antworte dir noch gar nicht gestellt. Ach so, okay. Also, NPD, du kennst so viele meiner Livestreams und du hast alle geschaut und du kennst so viele meiner Livestreams. Du weißt, wie oft ich gesagt habe, ich würde nicht bei NPD auftreten. Der Frank Franz von NPD wollte einen Stream mit mir machen. Ich habe abgelehnt. Frank Krämer. Frank Franz, nicht Frank Krämer. Frank Krämer ist jemand anders. Ich weiß schon, von wem ich rede. Frank Franz wollte machen. Ich habe abgelehnt. Dann habe ich dir schon letztes Mal erklärt, beim Völkischen, dass man meiner Meinung nach dann auch dazugehört und das sagt auch die AfD, während die Position der NPD eben völkisch ist in dem Sinne, dass man da nicht einfach so dazugehören kann und da spalten die sich. Manche gibt es auch in der NPD, die ein bisschen in dieser Frage so ein bisschen gelockert sind. Ja, es gibt ja auch Leute mit Migrationshintergrund bei der NPD, die hatten einen Albaner, die hatten einen Bosnier, ja, der sogar Moslem früher war und so weiter. Also sie haben ein paar Leute mit Migrationshintergrund und sind sich in dieser Thematik gespalten. Dann, du weißt ganz genau, dass NPD gegen Israel ist und gemeinsam mit palästinensischen Moslems gegen Israel ist. Und du weißt, dass ich pro Israel grundsätzlich bin. Dass ich grundsätzlich pro Israel bin. Du bist ein muslimischer Zionist gewesen. Was? Du bist ja ein muslimischer Zionist gewesen, laut Nur Dari. Das ist ja dein Boss gewesen. Also ich weiß nicht, ob du noch für ihn arbeitest, für diese Organisation in England, die von Israel gesponsert wird. Ja, also kennst du die? Die wird von Israel gesponsert, bist du. Die Institute for Counterterrorism oder sowas. Das war eine israelische Organisation mit israelischem Militär. Es war ein Think Tank, wo er Experten von der Ableger ganzen Welt... England. Was? Das ist ein Ableger von... Ja, die Organisation ist überall, aber die Hauptorganisation ist in Herzl in Israel. Ja, deshalb findest du auch einen israelischen General. Okay. Ja,
Ja, es kann doch sein, habe ich überhaupt kein Problem damit. Es ist sein Think Tank. Und er hat mich gefragt, willst du ab und zu was für uns schreiben oder der Experte für deutschsprachigen Raum sollen? Habe ich gesagt, ja, komm, ja, warum nicht? Ich habe einen Artikel für die geschrieben und ab und zu bei so ein paar Vernetzungssachen und das war's. Und was Zionismus betrifft, ja, das sage ich doch in so vielen Streams, habe ich das gesagt, dass meiner Meinung nach das heutige Israel, dieses Land den Juden gehört und nicht den palästinensischen Moslems. Und wenn man Zionist ist, weil man dafür ist, dass die Juden einen eigenen Staat haben, dann kannst du mich Zionist nennen. Das ist doch alles öffentlich. Du hast doch jetzt Ist nichts okay. aufgedeckt oder sowas. Und sogar im Koran okay, steht ja, dass das Land Israel heißt. Es ist ja nicht die Geburt von Palästina. Wenn du gegen Rassismus bist, Irfan, wie kann es sein, dass du dann mit einem wie Gerald arbeitest? Denn wie Gerald ist jemand, der zum Beispiel, ich kann ihn jetzt fragen, wie Gerald, was hältst du davon, wenn ein schwarzer Christ aus Äthiopien eine weiße Deutsche heiratet und Kinder zeugt? Du bist so toll, Toleranz für alle. Ist Rassismus. Das ist Rassismus, wenn ich sage, Toleranz für alle, hast du einen Schaden? Rassismus. Komm, sag doch jetzt. Sag deine ehrliche Meinung. Was denkst du, wenn du einen Schwarzen fragst? Wenn du einen Schwarzen fragst, was er davon hält, dass ein Weißer seine schwarze Tochter Ich heiratet. Frag doch einfach wie Gerald. Was sagt er denn? Was sagt der Schwarze da? Jetzt ist wie. Ich möchte wie Gerald Antwort hören. Ich habe deine Antwort gegeben. Du hast ja deine Gegenfrage von mir bekommen. Sag doch nochmal. Ich habe dir eine Antwort gegeben, du hast jetzt eine Gegenfrage von Evan bekommen. Versuch doch nicht so behämmert zu sein, bitte. Also sei von Deine Antwort, sei ehrlich, wie Gerald. Wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu, wenn ein Schwarzer eine weiße Frau heiratet. Guck mal, und beide sind Christen. Guck mal. Ich erkläre es dir gerne. In erster Linie. Warte, wie Gerald. Bitte? Ich höre, wie deine Stimme schon zittert, wie du dich einscheißt jetzt, wo wir Gerald dich an deiner Stimme erkannt hat, Alter. Du bist ein Angsthase. Du bist ich ein Feigling, Alter. Du hast nur gemeldet und hinterher. Ich bin immer noch offen für eine Debatte. Ich bin offen für eine Debatte, Irfan. Ich habe keine Angst. Wenn du mit mir debattieren möchtest, komm. Ich bin. Treffen wir uns, dann machen wir eine Debatte live. Ja, live machen wir eine Debatte. Ich komm, machen wir. Ja? Okay, du wohnst ja, guck mal, machen du wohnst ja in Mannheim. Sei mal ruhig. Sei mal ruhig kurz. Wir machen eine Debatte über Hakika TV. Okay, und wir kommen zu dir nach Mannheim, oder? Aber live, dass wir uns treffen in einem Raum. Live, dass wir uns sehen. Hakika TV. Ich kenne Hakika TV. Warum? Genau Was darüber, das ist neutral. Du bist ein gewalttätig. Ich will Live-Diskussion mit dir. Ich will Live-Diskussion. Nee, keine Live-Diskussion. Wir machen das über Hakika TV. Nein, das ist mein Angebot. Wenn du Angst hast, okay. Wenn nicht, dann fahren wir nach Mannheim. Wir kommen wieder nach Mannheim. Dann mieten wir dort ein Hotel und übernachten auch in Mannheim. Hakika TV. Hakika TV, ich glaube, Hakika TV ist mein Angebot. Hakika TV hat auch Spiegelreflexkameras, kein Thema. Können wir dort aufstellen im Real Life und dann treffen wir uns dort in Mannheim bei dir. Er will nicht, Mann, er will nicht. Okay, ihr seht, die haben Angst vor einer Diskussion, vor einer Debatte, die wollen keine Debatte führen. Alter, eine Debatte auf neutralem Boden. Ich hab schon zugestimmt. Ja, okay, wir können über Hakika TV oder über Al Jazeera TV, über welche Hakika TV du willst, können wir Debatte machen. Dann werde ich dich zerlegen, also. Kleiner Stalker. Okay. Und nochmal hier den Kontext. Nochmal den Kontext erklärt. Die Leute. Nochmal den Kontext erklärt. Ich kann nicht beide gleichzeitig hören. Warte, wo ist dein Kanal Contemplation? Der ist weg. Oh. Der ist gemeldet. Weg. Wo ist er hin? Ja und? Das ist mega. Siehst du, wie ich dich überdauert Der Kanal habe. War ja nur eine kleine das Sache für mich. Ich habe nichts anderes gemacht, außer mich gestalkt. Das ist vollkommen egal. Ich habe ein Leben, Junge. Ich habe ein richtiges Leben. Was hast du? Du sitzt da im Hotelzimmer darum. Ich habe ein richtiges Leben. Ich habe alles, was du nicht hast. Was ich nicht habe? Ich habe alles, was du nicht hast. Was? Schau mal, Irfan, du bist in Serbien geboren, ja? Denk mal nach. In Serbien warst du nur 2 Jahre und das ist deine Identität, ja? Du warst zwei ganze Jahre in Serbien. Jetzt fragen die Leute, wer bist du? Bist du Deutscher? Du sagst, ja, ich bin Deutscher, aber du bist mit 12 Deutscher geworden. Mit 12 bist du Deutscher geworden. Was warst du davor? Was warst du mit Elf? Du warst nie in deinem Leben in Palästina und das ist deine Identität und du warst nie in deinem Leben. Was warst du mit Elf? Mit 11 warst du Serbe, mit 12 warst du Deutsche. Wie geht das?
Ey, warum hast du dich als Kurde bei mir ausgegeben? Warum hast du auf Kurden, auf Iraner gemacht? Warum bist du so ein Lügner? Weil er Lüge, also. Weil er hinterhältig ist, weil er falsch ist, weil er ein kleiner Stalker-Nerd ist. Ohne du meinst, dein Vater war ein Wirtschaftsflüchtling? Du hast keine Familie. Dein Vater war ein Wirtschaftsflüchtling, oder? Mach mal den Kontext erklärt für die Leute. Aber ist dein Vater ein Wirtschaftsflüchtling gewesen? Ist dein Vater ein Wirtschaftsflüchtling gewesen oder nicht? Das wird gleich beantworten. Oder war ein richtiger Flüchtling? Mal ganz kurz den Kontext. War dein Vater ein Wirtschaftsflüchtling? Zwei Jahre lang hat er über ihr vom PC Hate-Videos gemacht. Zwei Jahre! War dein Vater ein Wirtschaftsflüchtling? Er hat Videos mit seinem Handy-Mikrofon aufgenommen, indem er nichts Besseres zu tun hat, als über ihr vom PC zu reden. Der hat über seine Frisur geredet, der hat über seine Haarfarbe geredet, der hat alles analysiert, jedes einzelne Video, Frame für Frame. Und das ist der Typ. Er hat behauptet, ich wäre ein Pädophiler. Er hat behauptet, ich würde Frauen ausnutzen. Er hat, weißt du, was er gemacht hat? Er hat bei Instagram Frauen angeschrieben und gefragt, hey, hattest du was mit Irfan? Wurdest du ausgenutzt von Irfan? Und hat behauptet, ich hätte irgendwie Frauen ausgenutzt oder bla 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 oder minderjährige Frauen. Irgend so ein Scheiß. Und das, er ging so weit, dass ihn das sogar gestrikt wurde, dieses kranke Video mit seinen Lügen, Erfindungen, wo ich ihn eigentlich anzeigen könnte, nur weil ich keine Zeit habe, mich mit so jemandem zu beschäftigen. Aber lass uns jetzt mal antworten, komm. Komm, das ist... Ich habe eine Frage. War dein Vater ein Wirtschaftsflüchtling? Ja, schau mal, er war ein... Okay, er war ein Wirtschaftsflüchtling. Dein Vater war ein Wirtschaftsflüchtling. Er hat sich den deutschen Pass erschlichen, okay? Und dein deutscher Pass ist ungültig deshalb. Dein Vater hat nämlich ausgegeben, dass er war in Asylheim. Er war ein Asylbetrüger. Und deshalb, nur deshalb habt ihr den deutschen Pass bekommen. Aber in Wahrheit gab es in Novi Pazar überhaupt keinen Krieg, ja? Und das ist die Wahrheit. Ihr seid einfach rübergegangen. Halt und mal hab euch Mund, den deutschen Pass erschlichen, du bist kein deutscher Junge. Halt kurz deinen Mund. 91, du Trottel, 91, wusste man gar nicht, wohin der Krieg, wo der Krieg ausbrechen würde. Der Krieg ist ausgebrochen und das war's und fertig. Was hat das jetzt damit zu tun, Alter? Wer konnte das 91 vorhersehen, wo der Krieg Du hast selbst in einem Artikel gesagt, bei der Frankfurter Allgemeine, glaube ich, war das, ich kann dir das zitieren, dass dein Vater deshalb geflohen ist, weil er auf seiner Arbeitsstelle Stress hatte mit seinen Serben und die Serben konnten nicht akzeptieren, dass er... Der Krieg ist da ausgebrochen. Und? Okay. Und wen juckt es? Wen juckt es, Mann? Also, du hast gemeint, dass in Novi Pazar kein Krieg herrschte. Dann hast du gelogen. Dann herrschte Krieg in Novi Pazar. Er musste vor den Serben flüchten. Okay, dann ist in Ordnung, aber du hast gelogen. Bei was habe ich gelogen? Du hast gemeint, dass es bei euch keinen Krieg gab, in der Gegend, wo ihr gewohnt habt. Ja, gab's doch nicht. Ja, vor was ist er geflohen? Das war nicht absehbar 91, das war ein Bürgerkrieg. Man wusste nicht, wo der Bürgerkrieg greifen wird. Ach Quatsch. Was Quatsch, Mann? Du weißt doch, dein Vater war nicht berechtigt, Asyl zu erhalten. So einfach ist es. Asyl ist für die Leute, die wirklich verfolgt waren. Du bist Jurist. Okay. Und du, erzähl mal, wie ist dein Vater nach Deutschland? Warum bist du denn hier? In Serbien gab es keinen Krieg, Junge. Erzähl mal, wie ist dein Vater nach Deutschland gekommen? Erzähl! Legal. Wie? Ja, ist klar. Wie? Stipendium. Und selbst wenn, hör mal zu, schau mal, contemplate, erstens, es stimmt nicht, was du sagst, selbst wenn das stimmen würde, es ist sowas von scheißegal, wie mein Vater nach Deutschland gekommen ist, weil ich dann mit 12 Jahren deutscher Staatsbürger bin. Okay. Und die Sache ist... Okay, alles klar, es ging um deine Doppelmoral. Mir ist es eigentlich auch egal. Mir ist es auch egal. Dein Vater ist okay, was er auch, ob er legal oder nicht... Seit er in Deutschland gekommen ist, hat immer in Vollzeit gearbeitet. Nie Strafzettel, er hat nicht mal Punkte, in Flensburg hat er nicht mal. Unbescholtener Bürger, gearbeitet, Unmengen an Steuern gezahlt, war nie arbeitslos, hat nie gegen das Gesetz verstoßen, kann gut Deutsch sprechen, er ist integriert, macht gar keine Probleme und so weiter. Also was redest du über meinen Vater, Mann? Und ich sag dir eins, Alter, warum gehst du, die ganze Zeit auf Familie, du Erbärmlichkeit. Du kannst nichts anderes, außer auf Familie zu gehen. Weil du erbärmlich bist. Du bist ein kleiner, erbärmlicher Stalker ohne eigenes Leben. Nichts
hast du 2 Jahre lang hat er sich mit nichts anderem beschäftigt, außer mit meinem Leben und hat 6 Stunden Livestreams von Anfang bis Ende geschaut und Videos darüber gemacht. Irfan ist da, oh, Irfan ist grau geworden, oh, Irfan hat eine Falte bekommen, Irfan hat das, hat mich gemeldet die ganze Zeit, hat versucht, mich von YouTube wegzubekommen. Ja. Und sag mal, wie das passiert ist. Und ich bin nach wie vor auf YouTube, ja, mit 23.000 Abonnenten und er ist weg. Er ist weg, weil er gelogen hat, weil er Sachen behauptet hat mit Pädophilie und was weiß ich was, was nicht stimmt und Missbrauch und den ganzen Scheiß. Und weil er gelogen hat ohne Ende, Verleumdung, üble Nachrede, volles Programm und sogar YouTube diesen verrückten Stalker gesperrt hat. Und jetzt erzähl mal, wie das zustande kam. Wie kam diese Hassliebe zustande? Er war ein Fan von mir. Er war ein richtiger kleiner Fanboy, war er. Und ich habe ja diese Entwicklung gemacht, dass ich am Anfang erstmal so gegen, dass ich gesagt habe, man kann vielleicht den Islam modernisieren, liberalisieren und so weiter, so reformmäßig. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass das nicht keinen Sinn macht und so weiter. Und dann bin ich immer quasi schärfer gegen den Islam geworden und habe gesagt, der Islam an sich ist ein Problem und wir können das Problem nicht lösen, wenn wir nicht den Kern, die Wurzel des Problems, den Islam als Religion kritisieren. Und da war der so, und dann wurde er, wie in diesen Filmen, so enttäuschter Fanboy, wird dann zu deinem schlimmsten Stalker und zu deinen Dings. Und ab da hat sich sein, Tag und Nacht sind seine Gedanken nur um mich gekreist. Tag und Nacht. Jeden Tag Videos. Er hat unter Fake-Namen, wie erbärmlich er ist, er hat alle, mit denen ich zusammengearbeitet war, wo ich Vorträge gehalten habe oder beraten habe, er hat alle unter Fake-Namen, er hat sich ausgegeben als Antirassismus-Beauftragter, Dr., Stefan Müller, und hat sie angeschrieben und gesagt, ja, sie haben Irfan Pezi zu einem Vortrag eingeladen, Irfan Pezi ist ein bekannter Rassist, und er hat alle, mit denen ich jemals was zu tun habe, hat er nicht angerufen, E-Mail geschrieben, unter falscher Flagge, Amtsanmaßung, hat sich als irgendein Beauftragter ausgegeben, was er nicht ist, und hat behauptet, ich wäre ein verurteilter Rechtsextremist, ein bekannter Rassist, bla bla bla, Verleumdung. Und danach bekomme ich Mails von Leuten, die dann so sagen, hey, so und so, diese E-Mail habe ich bekommen, was ist da dran und so weiter. Das heißt, er hat Tag und Nacht nichts anderes gemacht, außer gestalkt und E-Mails geschickt, Videos gemacht, wie ein Wahnsinniger. Gelogen, erfunden, alles Mögliche. Von nichts hat er zurückgescheut. War es nicht so, Contemplation? Das ist jetzt irgendwie nur die halbe Wahrheit gewesen. Übertreib doch nicht. Ich weiß noch, wie du mich angeschrieben hast. Findest du das nicht problematisch, so einen Islamhasser so reden zu lassen? Ich habe keine E-Mails geschrieben, okay? Ich habe Videos gemacht. Ich habe dich gemeldet, ich habe Videos gemacht. Und selbst wenn ich diese E-Mails geschrieben habe, das ist eine gute Sache. Aber ich habe es nicht getan. Also ist mir egal. Du kannst glauben, was du willst. Natürlich, ist eine gute Sache. Lügen ist eine gute Sache. Für andere zu verleugnen. Ich lüge nicht. Nee, überhaupt nicht. Okay. Also ich bin offen für eine Debatte sowieso. Okay, das habe ich jetzt gesagt, öffentlich. Und wir können uns mit Hakika TV in Verbindung setzen und dann dort das klären. Ich sag dir ganz ehrlich, Hakika TV gefällt mir nicht als Moderator. Ich habe die Diskussion zwischen Roger Libby und dem Rabbiner gesehen. Er moderiert nicht gut. Tut mir leid, aber er moderiert nicht gut. Und aber warte, Hakika TV ist ein christlicher Kanal, nicht mal ein muslimischer Kanal. Ja, ist ein christlicher Kanal, aber trotzdem auch ein Christ kann schlecht moderieren. Mir hat seine Moderation nicht gefallen, er hat auch unterbrochen, nicht ausreden lassen, hat mir nicht gefallen, ich habe keine Nerven, ehrlich gesagt. So, du musst dir jemand anderen suchen, nicht Hakika. Entweder wir Gerald oder wir finden einen anderen, aber bei Hakika habe ich keine Lust. Okay, das war's eigentlich. Ich habe einige Fragen an dich, aber dann werde ich sie ein andermal stellen, wenn es in Ordnung ist. Okay. Lass dich für deine Diskussion, ja. Alles klar, okay. Tschüss.
Wahnsinn, ne? Da habe ich den echt erkannt. Ich habe gemerkt, so die Aussprache kommt mir bekannt vor, die Stimme ist aber ein bisschen dunkler, aber dann war ich mir auf jeden Fall sicher. Der hat die Stimme halt so ein bisschen verstellt halten sein. Das kam mir auch schon so, irgendwie kam mir schon auch was, irgendwas hat so in meinen Kopf, aber ich habe es nicht verbunden, ehrlich gesagt. Geil, Mann. Naja, das ist der übertriebene Irfan Pezi Fanatiker gewesen. Also kennst du vielleicht das Lied von Eminem Stan? Kennst du das? Ja, Mann, genau so ein Stan. Richtig original, das ist genau die Story, die dort erzählt wird. Nur, dass er sich nicht umgebracht hat. So, jetzt schicke ich dir. Normal. Und vor allem, schau mal, ich sag, wir können über alles können wir diskutieren. Ich rede mit jedem, ich diskutiere mit jedem. Aber es gibt gewisse Sachen, wo man nicht gehen sollte. Ja? Familie, Mutter, Schwester, Vater, Tochter, Sohn, Bruder. Was hat das mit dem Thema zu tun, Mann? Werd doch nicht gleich persönlich, Mann. Und vor allem immer diese Leute aus Schutz der Anonymität heraus sind anonym, ja? Und dann fangen sie an, über solche Sachen zu reden, aber über sie weiß man gar nichts. Ja, genau, so ist es. Ja, aber wie gesagt, der hat sich als Iraner bei mir ausgegeben und hat. Ich kann ja so ein paar Wörter, weil Iranisch ist ja auch eine indoeuropäische Sprache, ein paar Wörter sind gleich. Und dann habe ich hier gesagt, so, was heißt das, was heißt das? So ein paar Fun-Fragen halt nur. Und der kam sich so total überrumpelt vor und hat versucht, so schnell abzulenken. Da habe ich gemerkt, das ist gar kein Iraner, der lügt nur, der ist ein Araber oder so. Und vor allem, der konnte den Koran einfach perfekt akzentfrei auch zitieren. Dementsprechend war ich mal dann ja, zu ist Tom. Ist ein Araber. Jetzt hole ich mal jemanden rein. Oh, mach mal. Geil, Mann. Ja, was ist Sicherheit? Ed und Lambo will nicht. Verbindet nicht. Hallo. Servus hierfür. Servus. Kurze Frage. Ich respektiere alles, was du machst. Ist der Meinung, nur Kollege, ich muss da eins sagen, die fahren gerade 755 Leute zu. Irgendein kranker Wichser, also der wirklich krank im Kopf ist, wird einmal so weh tun. Und ich verstehe nicht, wieso du das so hinauszögerst. Was? Hinauszögerst? Du beschimpfst Moslems und sowas. Ich meine, was juckt dich das? Was stört dich das? Nein, es stört mich nicht. Ich will dich bewahren von dem, dass der einer von den 700 Leuten da mal richtig weh tut. Schau mal, diese Angsthasenhaltung hat Deutschland dahin gebracht, wo es heute ist. Hast du mal überlegt? Gesundheit geht ja vor allem. Gesundheit geht nicht vor allem. Ja, aber schau mal, wenn du Christentum fährst, ist ja okay. Sprich den Christentum gut, aber mach nicht irgendwen anderen fertig. Ich mach fertig, wen ich will, Mann. Und vor allem, es geht nicht um Personen. Ich mach keine einzelnen Personen. Das Problem ist, du kannst mit gewissen Menschen nicht diskutieren. Aber das ist. Irgendein kranker Wichser wird einmal wetten und um das geht. Ja, dann soll er doch versuchen. Mann, ist doch nicht deine Sorge. Irgendwann ist das wert. Wenn das für dich wert ist, dann okay, dann respektiere das auch. Aber ist es wert? Es ist wert. Okay. Und mach dir du keine Sorgen um mich. Glaub mir, mach dir keine Sorgen um mich. Leb dein Leben weiter, versteck dich in dein Häuschen. Du bist sicher, deine Gesundheit geht über allem. Du bleibst gesund, wirst ein langes, schönes, erniedrigtes Leben im islamischen Kalifat Deutschland haben und passt. Nein, bin ich. Wer ich? Ja, ich bin Bosnier. Ja. Was? Aber, nein, es geht, der Irfan, du kannst nicht von deiner Identität, kannst du nicht weg.
Du kannst nicht. Du kannst machen, was du willst. Du bist Bosnier. Ja, nein, ich bin in Österreich geboren, aufgewachsen, alles. Ich lebe aktuell in Dubai. Aber ja, ich bin aber Österreicher. Ich bin Bosnier. Ich bin Österreicher mit bosnischen Wurzeln. Nein, ich habe nichts dagegen. Er kann es angehen. Schau, du kannst doch nicht. Du kannst. Schau, Burschen, Jungs, hört mir mal zu. Der Islam, der ist bei mir zu Hause, nicht draußen. Oder der Christentum bei meinem Kollegen, der was mit mir in Dubai ist, der ist auch bei ihm zu Hause. Es geht drum, das Leben ist so schön, man kann so viele Sachen machen. Okay, und schau mal. Warte, schau, Irfan, du weißt, Irfan, du kommst aus Sanjak, du weißt, was für kranke Leute dort leben. Du weißt das. Ich kack auf die, das ist doch mir egal. Ja, ich verstehe, aber ich... Hör mir zu, es geht darum. Du bist ja... Sind kein Sanjak-Leute, die sind wirklich, da kann Tschetschener, da kann Albaner, Bosnier, die können alle einpacken. Junge, wenn ein Sanjak mal, wenn du den irgendwie verletzt, in seiner Ehre kränkst, und darum verstehe ich, was du meinst, Bosnier und so, Albaner, wir sind kranke Wichser, keine Frage. Wir sind kranke Wichser, das ist Fakt. Aber du sollst doch nicht reinstochen die ganze Zeit. Bis mal wirklich einer auszuckt und dann wirklich einmal einer rennt. Um das geht's. Du bist Hedonist. Du willst ein schönes Leben haben. Du willst dein Leben genießen. Und du verstehst nicht, wenn jemand sich in Gefahr bringt für ein höheres Ideal, für eine höhere Sache und gewisse Risiken eingeht. Und du bist halt in der Hinsicht so, wärst du eingeschüchtert. Das ist der Punkt. Du musst mich auch nicht verstehen. Du musst nicht verstehen, wie, was, wo. Verstehst du? Und das ist eine Form der Demoralisierung. Ja? Du redest so in der Art so, wir müssen uns ergeben. Die sind zu gefährlich. Die sind zu stark. Ja, aber du kannst da nichts machen. Um das geht's. Wenn du jetzt... Ich weiß nicht, was du machen willst. Um das geht's. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin Moslem, Alhamdulillah. Ich kenne viele Moslems, ich kenne viele Christen. Ich bin selbst hier mit vielen Christen. Sie sind alle Österreicher. Ich bin mein ganzes Leben schon ein Österreicher. Wir sind in Dubai. Wir machen unsere Geschäfte hier. Also wir wohnen hier. Wir sind jetzt nicht nur auf Urlaub und so. Aber es gibt so viel schönere Dinge, bevor ich mich irgendwo auf die Straße stelle und sage, hey, das Christentum ist schlecht oder der Islam ist schlecht, dass mir irgendein Junge was reinballert, für kein Geld dieser Welt. Musst du ja nicht. Schau mal, das ist doch deine Entscheidung. Musst du ja nicht. Du kannst es ja machen, ist doch kein Problem. Ich verstehe. Ich wollte gestern schon in den Live reinkommen. Also wir sind zu viert hier, wir hören dir zu und wir haben das wirklich diskutiert. Etwas muss in deinem Leben passiert sein. Es gibt viele Menschen, die sagen, hey, ich kenn persönlich auch einen, der hat sich vom Islam abgewandt, weil der einfach ist ihm zu viel geworden. Das Problem ist, zum Beispiel bei ihm, der ganze Islam ist immer, bereite dich auf den Tod vor. Bereite dich auf den Tod vor. Das hat ihm nicht gefallen. Respektiere ich auch. Okay, ist auch nicht schön, wenn du jedes Mal einen TikTok öffnest und irgendein Hodja sagt, hey, du musst dich auf den Tod vorbereiten. Wir müssen das machen, das ist mir klar. Das gefällt dir als Hedonist auch nicht in Dubai, gell? Du wirst das Leben genießen. Nee, schau, in Dubai kannst du auch sagen, gefällt mir nicht. Du wirst sicher nicht eingesperrt. Aber beleidigen und sagen, der Islam ist scheiße und euer Prophet hat das gemacht. Ich sag das nicht so plump, ich sag nicht einfach nur, der Islam ist Dings, sondern ich führe schon Argumente an und meine Kritik ist hart, aber sie ist trotzdem sachlich. Ich weiß nicht, es geht mir ja nicht so, aber irgendwas hat einmal passieren müssen. Irgendwas hat passieren müssen. Also du bist nicht aufgestanden und hast gesagt, hey, scheiß drauf, ich bin heute kein Moslem mehr. Das gibt's nicht. Und du kannst da nicht, ich will nicht sagen, du kommst mir sympathisch vor, wenn du den Islam schlecht redest, aber du tust mir auf eine Art und Weise leid, dass ich da manchmal Videos ziehe in Wien, du stehst in Wien auf dem Räumenplatz, oder dass da in der Kakerlake der Hund kommt, der rammt dir ein Messer rein, Junge. Du bist Invalid das ganze Leben. Für was?
Und der, um das geht's. Mach dir keine Sorgen. Nee, ich mache mir keine Sorgen, ich wollte das nur mal ansprechen, weil vielleicht blendest du dir das aus, wenn du durch TikToks, ich bin ja auch selber gerade voll Adrenalin, vielleicht ist das bei dir auch so und keine Ahnung, du blendest das aus mit irgendwie. Dann würde ich das einmal, wenn das Adrenalin wäre, würde ich das einmal machen und dann würde ich mich einscheißen und würde es nicht mehr machen, aber ich mache es ja regelmäßig. Nee, also wie ist das wirklich, gestern habe ich da in die Kommentaren rausgelesen, der ist so Sanjak und so, ich kenne Sanjak, ich war auch in Sanjak, sind auch, korrekte Typen, sind halt sehr gläubig. Ich kenne auch hier in Dubai zwei Sanjakler. Aber die fahren anders Level. Also so Tschetschener, Bosnien und so, die sind wirklich, wenn man es darauf anlegt, sind Sanjak, also meiner Meinung nach, die sind Moslems. Also wenn wir jetzt über, und ich denke mir, Junge, wie funktioniert das? Der Typ kommt aus Sanjak, seine Familie ist aus Sanjak. Irgendwas. Also ich kann mir das nicht zusammenpuzzeln. Und dann stellst du dich noch, du fährst München, du fährst in die größten Städte Europas, stellst dich dahin. Für was? Wenn du bezahlt wirst, okay, kein Problem. Wirst du bezahlt? Nicht weil ich bezahlt werde. Nicht weil ich bezahlt Junge, werde. Du das kannst mir nicht erklären, du fährst da raus und machst das für was? Schau mal, du sagst selbst, du kannst es nicht verstehen, das Risiko ist so hoch. Kann Geld die Motivation sein, dass man jetzt zum Beispiel, wie du sagst, das Risiko eingeht, als Invalid oder sowas zu enden? Kann das Geld sein? Geld ist nichts. Also wirklich, Geld ist nichts im Leben. Das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit. Und da könnt ihr mir wirklich glauben. Und du sollst dich nie in Gefahren begeben, wenn du da nicht sein musst. Es ist was anderes, wenn wir wirklich jetzt Fabian kriegen. Ich sehe das als notwendig. Ich sehe diese Arbeit als notwendig an. Und ich mache diese Arbeit entschlossen, ohne Furcht, ohne Angst, ohne sonst irgendwas. Bislang ist alles gut gelaufen. Es wird auch alles gut laufen und wenn was passiert, dann passiert's und das war's. Fertig. Verstehst du? Da gibt's nicht so lange rum zu philosophieren. Ganz einfach. Und die Moslems, die was da auch reinkommen und beleidigen und sowas, ihr müsst auch respektieren, wenn der Junge, der ist kein Moslem mehr, dann ist er kein Moslem mehr. Ja. Das musst du respektieren. Das ist die Aufgabe von einem Moslem. Der muss diese Entscheidung respektieren. Das ist mir, aber ja, so muss jeder auch respektieren, den Islam nicht zu beleidigen. Wir können diskutieren und sowas, aber du machst keine Diskussion, du machst Hassreden, bevor du mal wirklich einen aufstellt, irgendeinen kleinen Wichser, der 12 Jahre alt ist, der rammt dir ein Messer in den Bauch. Für was? Weil du gesagt hast, Islam ist schlecht. Ja, du wiederholst dich jetzt. Ja, ist mir scheißegal, was ein Moslem als seine Aufgabe sieht. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Ich betrachte das als meine Aufgabe. Es ist keine Hassrede, deine Religion ist voll oder beziehungsweise der Islam ist voll mit Hass und ich engagiere mich gegen Hass. Ja, und ich betreibe selbst keine Hassrede und ich tue auch nicht so plump Islam beleidigen, wie du das jetzt dargestellt hast. Was ein Moslem als Beleidigung auffasst, die Kritik, das ist mir auch egal. Ja, aber ich tue jetzt nicht so, der Islam ist das oder sowas. Sondern ich begründe das sehr, sehr gut, meine Meinung und meine Kritik. Und das war's. Und ich glaube, das Thema ist jetzt durch. Das ja, wie gesagt, ich wollte nur seit gestern kurz reinkommen, um dich. Ja, ich nicht, wenn ich deine Arbeit respektiere. Ich meine, du im Endeffekt beleidigst du auch meine Religion. Wie gesagt, ich bin Moslem. Nur ich möchte dich davor bewahren, damit etwas passiert, weil du selbst genau weißt, welche Leute hier auf der Welt herumrennen. Das ist schlimm, das ist es nicht wert. Junge, egal was ist das, ist es nicht wert. Du sagst selbst, du weißt, mit wem ich mich anlege und jetzt gleich... Ja, sagst, weiß ich, darum sage ich dir das. Ja, okay, aber dann brauchst du mich ja nicht bewahren, wenn du es eh weißt. Ja, ich weiß, mit wem du dich anlegst und ich weiß, welche Menschen das sind. Weißt du, was das Problem ist? Du legst dich nicht mit Moslems an. Moslems sind ja auch... Ich war schon in Indien, da gibt's auch Moslems. Aber wenn ich dem sage, deine Religion ist, glaube ich, nicht so gut, der macht mir nichts, weil der nicht so einen Nationalstolz hat. Das Problem hier am Balkan ist der Nationalstolz von den Sanjak, Serben, Kosovo, Albaner. Das ist das Problem. Denen ist das scheißegal, dass du deine Religion beleidigst. Ich beleidige aber nicht an Nationen an sich oder sonst irgendwas, sondern wenn ich zum Beispiel Sanjak verarsche oder mich lustig mache, dann mache ich mich über den Teil
ihrer islamischen Identität lustig. Genauso in Bezug auf Albaner oder so. Ich mache mich nicht über Albaner an sich oder Bosnier an sich oder sonst was, sondern ich mache mich über die Nachahmung der Türken nach, über die, über den Teil der islamischen Identität, der nicht zu ihnen passt, darüber mache ich mich lustig. Das ist ein großer Unterschied. Ja, das war ich seit gestern habe ich dich verfolgt, habe mir deine Videos angeschaut, den Livestream gestern, glaube ich, bis 2 in der Früh oder so. Also bis hier in Dubai war das bis 4:30, glaube ich. Ich habe geschlafen bis 12 Uhr heute. Aber wie gesagt, wenn man das gestern ein wenig angeschaut, auch wenn du sagst, wegen Bosnien und so. Bosnien. Ratschlag, ich werde auf mich aufpassen. Schön zu sehen, dass auch Moslems sich große Sorgen um meine Gesundheit machen. Ja klar, wir sind ja Menschen, oder? Wir sind ja Menschen. Alles Gute in Dubai, viel Erfolg, verdien viel Geld. Auf jeden Fall. Überdenk nochmal mit Islam und so weiter, beschäftige ich mehr mit Islam. Und was anderes kann ich dir nicht sagen. Alles klar, bis dann. Alles Gute, danke dir. Ciao, ciao. Ciao, dir auch. Ciao, ciao. Oh. Warte, ich nehme euch gleich. Ich nehme euch gleich. Ich muss noch ein paar andere Leute erstmal. Ich muss ein paar andere Leute hoch und dann hole ich Dings. Dann kommst du, der Gerald und andere. Hallo. Hallo, hörst du mich? Ja. Super. Irfan, man kennt dich von den ganzen YouTube-Videos mit dem anderen Herrn. Ich habe gerade voll vergessen, wie der heißt. Und ihr versucht ja, Leute zu überzeugen von dem, was ihr glaubt, oder nicht? Von nicht ganz, aber red weiter. Auf jeden Fall, die Art, wie du es machst, ist sehr, sehr provokant. Hier hat der Herr vorhin die ganze Zeit gesagt, dass du beleidigst und bla 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 bla. Du sagst halt, nee, ich beleidige nicht. Ich begründe meine Sachen schon gescheit so. Das Ding ist, du weißt ganz genau, was du machst. Die Art, wie du es machst, bringt sehr, sehr viele Leute in Rage. Der Herr hat vorhin gesagt, pass auf dich auf, pass auf deine Gesundheit auf. Er meint es voll ernst. Das ist sehr, sehr wichtig. Und du meinst es jetzt auch ernst? Nein, nein, ich meine es nicht. Lass mich ausreden. Schau mal, das ist zum Beispiel das eine. Du bist ein erwachsener Mann, du kannst nicht mal normal reden. Das ist das Problem bei dir. Du bist ein erwachsener Mann, du kannst nicht mal normal reden. Das ist ganz normal, ich weiß, was du meinst. Dann lass mich ausreden. Hast du Gesprächsregeln vergessen? Warst du nicht in der Schule? Ja, genau, super. Weil ihr die Gesprächsregeln einhält, alles klar. Red weiter, komm. Wenn ich die Gesprächsregeln einmal gebrochen habe, dann sag mir Bescheid. Auf jeden Fall, die Art ist einfach nicht gut, wie du es machst, wie ihr das macht. Das bringt uns alle nur zu einem Kampf, der nicht nötig ist. Ach, ist doch nicht nötig. Ihr wollt den Kampf gar nicht. Stürzenberger und ich provozieren alles. Ihr wollt den Kampf gar nicht. Wir provozieren den Kampf. Und ihr seid wir wollen den Kampf ehrlich nicht. Wir wollen den Kampf ehrlich nicht. Aber wie der Pierre schon gesagt hat, wenn der Kampf zu uns kommt, dann nehmen wir ihn gerne an. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich gehe nicht nach draußen und sage, ich gehe nicht nach draußen. Ich gehe nicht nach draußen. Wir gehen nicht nach draußen und sagen, bla bla bla, scheiß auf die Christen, scheiß auf die, scheiß. Nein, wir sagen das nicht. Wir nennen uns auch im Internet. Ihr sagt es in den Moscheen. Wir nennen uns auch nicht. Schau mal schon wieder, warum unterbrichst du mich, wenn ich rede? Warum unterbrichst du mich, wenn ich rede? Ja, aber du hast nicht recht, dir 10 Minuten Monolog zu halten. Wenn ich rede, sei leise. Hallo, auf jeden Fall. Du hast nicht das Recht, dir 10 Minuten ein Stück ein Monolog zu halten. Schau mal, Gesprächsregeln, wie gesagt, grown ass man, du kannst nicht. Gesprächsregeln heißt nicht, dass du unendlich Redezeit hast. Keiner weiß, warum du schreist. Schau mal, das ist Telefon, das bringt nichts zu schreien. Beruhig dich. Sei froh, dass ich dich überhaupt reingeholt habe, dass ich dir überhaupt 2 Sätze zuhöre. Meine Zeit ist kostbar. Ich bin nicht da, um jetzt dich um halb eins in der Nacht die ganze Zeit deinen Vortrag anzuhören. Ich antworte dir drauf, was du sagst. Ihr sagt genau das. Ich habe dir eine Frage gestellt. Ich weiß nicht, was du antwortest. Weil du gesagt hast, wir gehen nicht draußen und sagen Scheiß Christ. Doch, ihr missioniert. Schau mal, allein eure Mission. Ihr missioniert in ganz Deutschland, überall missioniert ihr, ruft zum Islam auf und sagt, das Christentum ist falsch. Ihr kommt alle in die Hölle, wenn ihr nicht Islam annimmt. Ihr seid Kuffar, ihr seid Ungläubige. Da fängt schon an mit der Abwertung, Mann. Aha. Ja.
Okay. Und in den Moscheen auch. In den Moscheen genauso abfällig über Nichtmuslime. Und jetzt tust du hier auf, tut jetzt hier, ja, wir lieben die Christen, wir sagen gar nichts gegen Christen. Und ihr kommt und ihr beleidigt uns und provoziert den Kampf. Der Kampf kommt doch sowieso, Mann. Hört doch auf so zu tun, als ob ihr Frieden wollt, Mann. Ihr wollt die Übernahme. Und der Kampf wird sowieso kommen. Das, was wir wollen, ist, dass Leute unsere Religion annehmen. Wollen wir nicht, aber nicht, Mann. Wir wollen eure Religion mal, nicht annehmen. Wie soll man mit dir reden, wenn du nicht mal mich ausreden lässt? Wir wollen eure Religion nicht annehmen. Geht woanders. Schau mal, lass mich doch wenigstens ausreden. Einfach. Du bist ein erwachsener Mann. Du bist, keine Ahnung, 16 Jahre, 20 Jahre älter als ich. Du kannst nicht normal reden. Ist scheißegal, wie alt ich bin, Mann. Wenn du Blödsinn redest, dann antworte ich. Keiner redet Blödsinn. Du bist der Einzige, der hier unterbricht und schreit. Keiner weiß, warum du schreist. Ich schreie überhaupt nicht. Aber so. Lass mich ausreden. Wie gesagt, wir wollen, dass Leute unsere Religion annehmen. Wenn sie unsere Religion nicht annehmen, dann akzeptieren wir das. Natürlich gibt es überall. Natürlich. Danke schön. Lass mich doch wenigstens ausreden. Danke, dass ihr das akzeptiert. Allein schon die Art, wie du versuchst, allein schon die Art, wie du versuchst, Diskussionen zu gewinnen. Bildet ihr euch ein, dass ihr seid? Was bildet ihr euch ein, dass ihr seid? Was bildet ihr euch ein? Ihr könnt annehmen, wir akzeptieren das. Ihr seid nicht über uns, Alter. Vergiss diese Hierarchie. Ihr seid Gäste, die morgen wieder nach Hause geschickt werden können. Ganz ja, also bist du Gast und Abschiebung können wir schnell organisieren. Von dir und ganz einfach. Wenn du so kommst mit deiner überheblichen Muslimen. Und wenn ich deutscher Staatsbürger wäre, wäre ich kein Gast mehr. Wenn du deutscher Staatsbürger bist, bist du deutscher Staatsbürger. Ja, dann bist du. In dem Sinne kein Gast mehr. Und inwiefern hat es jetzt mit unserer Diskussion etwas zu tun? Also wenn ich meine jetzt, wenn ich in Togo bin, denke ich ja nicht anders, als wenn ich hier bin. Ja, oder aber nicht? Dann bist du das dann bist du das Problem von Togo, nicht mehr unser Problem. Wir haben keine Ressourcen für dich. Was ist denn deine Mission? Andere Leute von deiner Überzeugung zu überzeugen, oder nicht? Vorhin das gesagt hat und missioniert? Andere Frage. Okay. Du bist Schwarzer aus Togo und stolzer Moslem. Du weißt schon, was arabische Moslems dir und deinen schwarzen Leuten, wie sie versklavt haben und kastriert haben und so weiter. Bist du dir im Klaren dessen? Haben deine Leute versklavt und verkauft an die Weißen. Das ist mir klar. Aber das hat noch nichts, also von dem kommt ja nicht meine Religion. Meine Religion Mohammed hat auch einen schwarzen Sklaven. Wie gesagt, ich folge dem Weg von Mohammed, von Adam. Diese Sachen, was du hier erzählst, du folgst Mohammed. Du folgst einem arabischen angeblichen Propheten, der deinen schwarzen Bruder, sagen wir als Schwarzer, deinen Bruder als Sklaven so hatte. Und du folgst ihm einem Araber als Propheten, der deine Leute auch versklaven ließ und sie als Sklaven hielt. Und du hast kein Problem damit, dieser Religion und diesem Araber zu folgen. Die Art, wie du gerade mit mir hier diskutierst, ist richtig lustig, weil was soll ich denn jetzt machen? Nein, wenn das jetzt stimmen würde, was du sagst. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt Christ werden? Und dann soll ich das ignorieren, was die ganzen anderen Christen gemacht haben, oder was? Soll ich jetzt... Überall gab es ein Problem. Es war aber nie das Problem der Religion, sondern der Menschen.
Wenn du eine Sache nicht verstehst, ist es die Sache, dass Menschen was anderes sind wie die Religion. Der Islam ist perfekt. Menschen sind nicht perfekt. Ismo. Ich verstehe diesen Punkt sehr, sehr gut. Und deswegen meine Herausforderung. Zeig mir, dass Jesus einen schwarzen Sklaven hatte. Zeig mir, dass Jesus Sklaverei befürwortet hat. Ja, und ich zeige dir, dass dein angeblicher Prophet Mohammed einen schwarzen Sklaven hatte, dass er Sklaverei nicht abgeschafft hat, sondern toleriert hat, dass der Islam Sklaverei nicht abgeschafft hat, sondern toleriert hat. Wie kannst du als Schwarzer denken, dass Islam von Gott kommt und dieser Islam duldet aber die Versklavung von schwarzen Menschen? Und der Christentum duldet auch die Versklavung von schwarzen Menschen, weil die ganzen Governors und die ganzen Präsidenten in Amerika das alles erlaubt haben. Hä, das ergibt doch gar keinen Sinn. Schau mal, das eine, Christen haben auch Sklaven gehalten. Natürlich, brauchen wir nicht reden. Aber das eine war, was sie als Menschen getan haben. Und das andere war, was jemand getan hat, der gesagt hat, ich bin Allahs Prophet. Mich hat Allah gesandt auf die Erde, um alle Religionen zu vervollkommnen, abzuschaffen, zu vervollkommnen und quasi das letzte Update, die einzig wahre Religion zu bringen. Das eine kommt aus der Religion und das andere sind menschliche Verfehlungen. Mhm. Aber dir ist schon klar, dass ich auch, dir ist aber auch schon klar, dass ich das. Jesus auch als meinen Propheten sehe, oder nicht? Ja, als Propheten, aber du weißt ganz genau, Jesus im Christentum ist ein ganz anderer als Isa. Die haben nicht so viel gemein, verstehst du? Die haben sehr, sehr viel gemein. Ich sag auch nicht, du musst Christ werden oder sonst irgendwas. Ich sag nur, überdenke deinen Islam und überdenke, ob Islam von Gott kommen kann. Gerade ich weiß, was du sagst. Das ist halt das Lustige. Das ist halt das Lustigste bei euch. Ihr geht halt nicht auf die Straße und sagt, konvertiert zum Christentum, sondern habt Hass gegen den Islam. In Anführungszeichen. Natürlich sagt ihr das nicht so. Aber ihr, jetzt würdest du dann sagen, nee, ich sag das nicht so, ich bring das mit guten. Unter uns beiden jetzt, wir wissen ganz genau, was du da draußen machst. Das Problem ist halt einfach nur diese Art, das bringt doch gar nichts. Du kannst doch nicht mit einem Mann an einem Tisch sitzen und so argumentieren, so diskutieren, wie du es machst. Natürlich, die Art, wie du es draußen machst, aber ihr wisst alle ganz genau, wie ihr das macht. Ihr wisst alle ganz genau, wie Leute auf solche Sachen reagieren. Ihr wisst alle ganz genau, dass nicht jeder Moslem... Warte, ist es bei euch im Blut? Müsst ihr aggressiv und gewalttätig reagieren oder könnt ihr nicht normal reden? Jetzt ein Beispiel. Geh auf die Straße und kritisiere das Christentum. Mhm. Ich versichere dir, wir können jede Wette eingehen. Kein Christ wird aggressiv. Kein Christ wird dich bedrohen, beleidigen, dich körperlich angreifen, Flaschen auf dich werfen, Eier auf dich werfen, dich aufs Übelste bedrohen, einschüchtern und so weiter. Nichts wird dir passieren. Aber wenn du Islam kritisierst, dann wirst du fertig gemacht. Eine Frage. Für dich ist es einfach hier zu sagen, in Deutschland wird das und das nicht passieren. Wenn ich in Togo mich hinstellen würde und den Christentum beleidigen würde, die würden mich dort verbrennen. Das ist eine Sache, das ist eine Kopfsache von den Christen. Nein, das ist nichts anderes. Schau mal, hier in diesen Kirchen erlaubt ihr LGBTQ-Flaggen. Das sind Sachen, wenn du mit mir über den Christentum in Deutschland redest, dann können wir direkt die Diskussion beenden. Weil der Christentum in Deutschland ist für die Christen leider nicht mehr so stark. Weil ihr euch dem Menschen ergibt und nicht eurem Gott, sagen wir es mal so. Schon mal. Das, was wir Moslems haben, überall auf der Welt, ist unser Iman. Und unser Iman. Und was bringt euch euer Iman? Nirgendwo. Warte. Was bringt euch euer Iman? Schau mal.
In Europa seid ihr Gäste und Niedriglohnarbeiter. Kaum noch geduldete Gäste. In euren Ländern ist voll mit Bürgerkrieg. Wirtschaftlich alles im Arsch. Was bringt euch das Iman? Geht's euch gut hier? Nein, euch geht's überhaupt nicht gut. Was habt ihr jetzt, dass man sagt, wow, die Moslems. Wie sieht Togo aus? Warum lebst du nicht in Togo? Willst du in Togo leben? Soll ich dir sagen, warum es in meinem Land, in den Ländern von meinem Bruder nicht gut ist? Der böse Mann hat es ausgebeutet, lass mich raten. Das ist echt lustig. Siehst du? Lass mich das wenigstens ausreden. Du lässt mich gar nicht ausreden. Die Art allein schon, man fragt dich was, man sagt dir was und dann deine Response ist so wie von einem kleinen Jungen. Der böse weiße Mann. Ja, es war der böse weiße Mann. Siehst du, Rassismus gegen Weiße. Das Ding ist, du hast eine wirkliche Indie. Du betreibst Rassismus gegen Weiße. Wenn ich das über Schwarze sagen würde, wäre was los. Du betreibst Rassismus gegen Weiße. Die Weißen haben dir nichts gemacht in Togo. Togo ist schon längst unabhängig. Togo kann alles selbst aufbauen. Aber Fakt ist, Togo kriegt nichts auf die Reihe ohne die Hilfe des weißen Mannes. Sag mir, wann ich rassistisch war. Du hast gesagt, du hast jetzt pauschal den weißen Mann die Schuld gegeben, dass dass in deinem Land nichts vorangeht. Pauschal den Weißen. Wann habe ich gesagt, dass da nichts vorangeht? Ja, was geht da voran? Schau mal, wenn du mich zitierst, dann zitiere mich wenigstens richtig, weil ansonsten passieren solche Sachen. Ja, ansonsten confuse die Leute, ansonsten, Achi, ich merke doch die Art, wie du redest, ist doch traurig. Ich verstehe wirklich selber nicht, warum überhaupt christliche Leute deinem Ding überhaupt folgen. Wenn sie wirklich die Bibel lesen, verstehe ich wirklich gar nicht, warum diese Leute dir folgen. Allein schon die Art, wie du dich mit anderen Leuten austauschst, allein schon die Art, wie du diskutierst, ist doch eklig. Ich weiß nicht, ob deine Meinung, Mann, deine Meinung sonst nicht. Ich weiß nicht, ob ich sowas befürworten würde, was du machst. Oh, jetzt kommt wieder diese Nummer. Ja, ihr wollt nur, ich bin ein Pazifist. Ach, schlag mich hier, dann halte ich dir die Wange hin. Hier, hau mich hier noch fester drauf. Solche wollt ihr, wollt pazifistische Christen. Ich bin keiner davon. Ich nicht. Nein, ich will starke Christen. Ja, doch. Das, was ich dir von mir erzählen kann, ist, dass ich einen sehr, sehr guten Freund habe, der Christ ist, und mit dem tausche ich mich wirklich jeden Tag aus, ob du es mir glaubst oder nicht. Und wir diskutieren jeden Tag sehr, sehr viel. Und er ist ein starker Christ. Er ist nicht so wie du. Er lässt mich ausreden. Okay, ich bin ein schwacher Christ. Dein Freund ist ein starker Christ. Passt, haben wir gesehen. Wir kommen nicht voran. Warum kommen wir nicht voran? Hast du Angst, mit mir zu diskutieren oder was? Oh, ich habe keine Angst, Mann, aber ich bin unter Zeitdruck, Mann. Über du hast den Zeitdruck, was hast du denn zu tun? Ich dachte, die Sache, für die du einstehst, ist dir sogar deine Gesundheit egal. Wie hast du Zeitdruck? Shit, jetzt hast du mich erwischt. Stell dir vor, ich habe auch ein Privatleben und Menschen, die auf mich warten. Stell dir vor. So, dass ich nicht bis 5 Uhr in der Nacht hier... Du weißt schon, dass du mit mir auch normal reden kannst. Du musst jetzt nicht mit mir so reden, als wärst du 10 Jahre. Ja, aber du tust, als ob du mich bei irgendwas ertappt hast, als wäre ich blöd. Ich tue nicht so, ich sag's dir. Als wäre ich verpflichtet, die ganze Nacht auf TikTok live zu sein und mit euch zu diskutieren, Mann. Ich habe auch noch andere... Warum bist du überhaupt live gekommen? Deswegen bist du auch live gekommen, oder nicht? Ja, ich bin live gekommen, aber schon mal, wir diskutieren. Wir einfach reden. Wir irgendwas verbreiten, mal, ohne auch. Du redest von Gesprächskultur und du hast Gesprächskultur wie in Togo, hast du Gesprächskultur. Weißt du, wie die Gesprächskultur in Togo ist, wenn du nicht mal in Togo warst? Ja, aber ich habe Leute kennengelernt aus Togo. Ich frage dich nochmal, von wo willst du wissen, wie die Gesprächskultur in Togo ist, wenn du nicht mal in Togo warst? Ich muss nicht dort gewesen sein, ich habe Leute aus Togo kennengelernt. Ah, so machst du dein Ding also. Im Asylland. Du musst dich mal richtig und dann redest du und du redest einfach. Nein. Schau mal. Nein. Togo. Warum hast du jetzt Angst? Togo. Sag doch, wie es ist. Togo. Wir reden locker schon 20 Minuten. Aber du liebst es zu reden. Oh Mann, du lässt nicht aus. Wir reden locker schon 20 Minuten. Die durchschnittliche Gesprächszeit eines Gastes ist 3, 4, 5 Minuten. Du hast das Vierfache davon bekommen und du sagst weiter hier mit Angst und was weiß ich. Was für Angst. Dann red mit dem nächsten eine Sekunde und dann passt der Durchschnitt wieder.
Okay, du hast deine Punkte gebracht. Der Bahn hat mich gefreut. Alles Gute, dir, Togo. Und pass auf dich auf. Gute Nacht, du auch. Ja, pass auf dich auf. Ciao, ciao, ciao. Hallo. Ich fordere dich heraus. Wie geht's, Irfan? Gut, dir. Super. Irfan, ich habe einige Fragen. Ja, einige weiß ich nicht, ob wir einige machen können, aber... Okay. Was ist genau deine Mission hier? Über den Nein, schau mal, ich sag dir gleich. Zu allgemeine Fragen und so weiter machen wir nicht. Nur spezifisch... Nein, ich stelle jetzt aber eine Frage. Ich frage dich ganz normal. Was heißt hier allgemeine Frage? Schau mal, das ist keine Zeit für sowas. Was ist deine Mission? Warum denn? Was erhoffst du dir daraus? Was ist dein Ziel? Irfan. Das ist jeden Tag dieselben 20 Fragen. Jetzt frage ich denn noch einmal. Jetzt beantwortest du es mir. Ich bin hier live, komm. Also, ich habe dich jetzt gefragt. Ich bin hier reingekommen. Sag mal, was ist denn jetzt dein Problem, Alter? Nein. Mit diesem ekligen Yalla kannst du dich gleich verziehen, Alter. Albanische Flagge, komm, sag mal, Yalla. Bist du ein Araber? Nein. Also, was tust du mir hier auf Araber, Albaner? Yalla. Damit hast du dich schon disqualifiziert. Ja, hallo, schönen guten Abend. Hallo, Abo. Hi, ich habe mal eine Frage. Und zwar, warst du schon mal Moslem? Ja, war ich. Okay, wie lange ist das her? Jahre her. Ungefähr. Ist egal, Jahre her, weiter. Ist egal, also bist du wirklich muslimisch aufgewachsen oder bist Nein, du mit Nein, ich bin nicht muslimisch aufgewachsen, Jahren. Aber in meiner Jugend habe ich angefangen, den Islam zu praktizieren und habe dann jahrelang Islam praktiziert. Weiter. Wie kam es dazu? Dass ich Islam praktiziert habe. Ja, genau. Ich hatte ein Bedürfnis nach Religion, nach Spiritualität und als gebürtiger Moslem habe ich mich dann mit dem Islam beschäftigt und war dann eben in dem Alter 14, 15 vom Islam überzeugt und hab dann Islam praktiziert. Weiter. Weiter. Mit 14, 15, das bedeutet, mit 15 warst du schon so reif zu sagen, ey, hör mal zu, ich habe jetzt mein 2-3 Jahre den Islam praktiziert und ich bin zum Entschluss gekommen, das ist hundertprozentig eine aggressive Religion. Nein, das habe ich erst später gesehen. Später habe ich das mehr und mehr dann gesehen, was wirklich hinter dem Islam steckt, wie gefährlich er sein kann und dann kam das erst. Nach Jahren im Islam kam die Erkenntnis. Guck mal, ich gebe dir mal ein Beispiel, ja. Wir haben ein Familiengeschäft, okay? Ich weiß nicht, ob du das siehst. Wir haben da so einen Großhandel von Lebensmitteln, tatsächlich. Und wir sind, glaube ich, einer der größten orientalischen Lebensmittelimport-Exporteure in Deutschland bzw. Europa. Aber von orientalisch-arabischen Lebensmitteln. Ich rede nicht über die türkischen. Wir haben... Hat das auch was mit Thema zu tun oder stellst du gerade das Familienunternehmen hier vor? Nee, ich will dir aufzeigen, dass nicht alle Muslime so sind, wie du es darstellst. Junge, ihr flutet Deutschland mit eurem Halal-Zeug und das soll jetzt positiv sein. Ja, Halal-Zeug ist doch auch nicht negativ. Hör mal, Halal-Zeug ist... Ihr islamisiert die Lebensmittelbranche und flutet Deutschland mit Halal-Zeug und vertreibt die deutschen Lebensmittelhändler und das nimmst du als positives Nein, Beispiel für Integration. Deutschland ist ein freies Land, da kann jeder... Geh mir weg, Alter, brauchst du keine Unternehmenswerbung machen. Will ihr Werbung für sein Familienunternehmen machen? Mein Beitrag zur Integration, ich flute Deutschland mit Halal. Grüß dich, Irfan, hi, grüß dich, alles gut? Hi, ja, bei dir. Kleines Anliegen, wir haben einen geilen Typen für dich geklärt.
der mit dir eine Debatte eingehen will, der wirklich sehr belesen ist, okay? Ja. Allerdings musst du uns einen Gefallen tun. Wie heißt der? Überraschung. Lass dich überraschen. Nein, ich mag keine Überraschung. Ich muss. Nein, Irfan, warte, hör mir zu. Du musst bei Engel als Gast kommen, weil der kommt nur beim Engel rein. Weil er hat Angst, dass du ihn kickst, wenn er nicht bei dir ausreden darf. Und glaub es mir, der ist auf deiner Augenhöhe. Es wird ein geiles Gespräch. Bitte? Wer ist es? Bro, lass dich einfach mal überraschen. Alter, warum sagst du es mir nicht einfach? Ja, weil guck mal, am Schluss, keine Ahnung, ich sag doch wie ein Kumpel, komm doch einfach rüber, weil der hat einfach Angst, wenn wir hier bei dir reinkommen, dass du uns kickst. Weil du manchmal bist. Du kickst einfach gerne die Leute, während die reden. Kannst du mal beim Engel rüberkommen, bitte? Ganz normal. Kannst du als Mensch bei Engel reingehen? Der hat 2000 Zuschauer gerade. Wir gehen alle gemeinsam jetzt rüber. Bei Engel. Ich habe auch 1500 Zuschauer. Ja, dann haben wir 3500 zusammen. Wenn Engel seine Assis reinkommen da. Warte mal, plus, wir haben jetzt 2500 bei dir, plus wir gehen rüber zu Engel. Guck mal, der ganze Chat schreibt, mach. Das ist doch mal eine geile Debatte. Komm mal jetzt mal rüber bei Engels Gesicht und dann hast du mal wirklich mal eine Debatte. Und nicht mit Leuten, wo es einfach 0815 Gespräche sind. Ja, und wie, bei Hosts oder was? Ja, Gast, du gehst jetzt bei Engels Gesicht, du gehst offline, gehst bei Engels Gesicht. Nein, ich gehe nicht offline. Wir können einen gemeinsamen Stream machen, ich gehe nicht offline. Aber der Engel folgt dir nicht. Und du folgst Engel nicht. Mit diesem Account folgt dir kein Mensch. Wie viele Accounts hast du denn, Mann? Ja, wenn ihr mich meldet, dann muss ich... Digga, die ganzen Leute, die hier gerade rüberkommen, sind alle von Engels Gesicht. Engels Gesicht hat zu mir gesagt, hol Irfan rüber, wir haben einen Spezialgast. Ey, Irfan, guck mich mal an kurz. Lass mal ernst jetzt, okay? Komm mal, geh mal kurz offline, komm zu Engel rüber, du wirst einen geilen Abend erleben. Also es ist ein Abend, wo es sich für dich auch lohnt. Und wenn es dir nicht gefällt... Wollt ihr Matches machen oder was wollt ihr machen? Nein, es gibt kein Match. Du gehst auf Gast, genauso wie ich bei dir gerade Gast bin. Gehst du bei Engel Gast, da gibt's kein Matches. Scheiß mal auf Matches, Mann, wir jucken mich Matches nicht. Das Thema, was du ansprichst, ist viel interessanter als Matches. Schau, ich will's als gemeinsamen Livestream, ich will nicht als Gast... Ich beende doch nicht meinen Livestream mit 1700 Zuschauern. Digga, du hattest eben gerade 1000... Sein, Mann. Was denkst du überhaupt? Irfan, du hattest immer 1000 Zuschauer. Dann war ich bei Engels Gesicht drin, weil der mich gerufen hat und hat gesagt, hol mir den Irfan hier rüber, weil ich habe einen Spezialgast für ihn. Und deswegen bin ich hier drin. Okay, schau mal. Wann ihr wollt, Donnerstagabend als gemeinsamen Livestream, als Gast gehe ich nicht wo rein. Ich beende nicht meinen Livestream und schicke meine Zuschauer jetzt zu Engels Gesicht. Digga, das sind unsere Zuschauer, Mann. Du verstehst das nicht. Boah, Junge, ich hatte schon davor 1000. Schon davor hatte ich 1000. Bro, du bist da. Die 700. Warte mal, Irfan, warte, eine Frage an dich. Irfan, eine Frage an dich. Du machst das doch alles, natürlich, um die Leute angeblich aus deiner Seite aus rechts zu leiten, ne? Dann ist es doch sinnvoller, dass du 10.000 Zuschauer erreichst. Und das schaffen wir doch nur, wenn wir gemeinsam bei Engel drin sind. Also Miami, noch einmal. Als gemeinsamen Live ja, als Gast bei Engel nein. Okay, du folgst mit diesem Account weder mir... Organisiert es und dann folgt mir auf den Account, folgt mir auf dem Account. Okay, okay. Ich komme als gemeinsamer Zuschauer mit dir. Ja, hallo? Dann muss ich dir folgen. Ja, folg mir, ich komme als gemeinsam. Folg mir auch mal, Irfan. Wir kommen jetzt live. Und ey, Engel. Gemeinsam habe ich nichts gesagt. Aber nein, du machst Film. Weißt du, warum du das machst gemeinsam? Weil du jederzeit raus kannst. Kannst du beim Engel auch. Ivan, aber versprech mir, es wird nicht rausgegangen oder so. Wie man jetzt diskutiert. Wir machen jetzt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Boah, Alter, ihr liebt Drama, Alter. Ihr liebt richtig Drama. Entweder du oder wir. Einer von beiden heute Abend. Was, du oder wir? Ivan, ich hab nur... Irfan, kommst du live oder nicht? Aber nicht, dass du rausgehst oder so. Und Irfan... Wirklich mit Respekt. Junge, es kommt darauf an, wenn ihr anfängt mit Beleidigen oder Mutterbeleidigen oder sonst irgendwas. Nein, aber wenn echte Informationen kommen, wenn es eine Verarsche ist, gehe ich auch raus. Wann haben wir mal Mutter beleidigt, Irfan? Wallah, billah, keine Mutter, nichts im Spiel, ich schwöre. Irfan, komm jetzt live, wir kommen jetzt live. Engel, geh raus, ich geh auch raus. Ja, wir gehen live. Komm, geh raus, geh live. Und Salam alaikum, shalom. Wie geht's dir, Engel? Gut, bei dir? Wer ist...
Irfan, können wir nicht miteinander, muss unbedingt Überraschungsgast sein, können wir nicht miteinander normal reden, wie ein normaler Bürger. Du schaust auch aus wie ein normaler Bürger. Irfan, wir wollen nicht mit dir streiten. Wir wollen nicht wieder zurückkommen. Wir wollen nicht mit dir streiten. Wieso? Deine Rolex ändert nichts dran, Engel. Deine Rolex von TikTok ändert nichts. Wieso tust du mich wieder angreifen? Warum? Hol ihn jetzt rein, den vierten. Ich habe nicht so viel Zeit heute. Ich habe nur eine Frage habe ich. Wirklich jetzt. Wirklich. Hier ist der vierte Gast. Schau. Irfan. Miami Zone errate, Irfan, du fällst. Irfan, eine Miami, Frage. Miami, du bist so eine ekelhafte, schleimige Ratte. Du bist so eine ekelhafte Ratte. Du bist das absolut Letzte. Du bist das ist Engel so gewesen, Mann. So eine kriege Ratte, das Alter. Ruf mich tausendmal an. Hahn, ich bin hier irgendwas geworden. Ich muss nicht jetzt hochziehen. Tausendmal ruft er mich an. Wie kannst du nur so eine armselige Witzfigur sein? Wie kannst du nur so eine armselige Witzfigur sein? Ja? Bist du bereit? Schau mir jetzt an. Schau, du bist so nett. Eine Frage, aber wirklich ehrlich Antwort. Jetzt nichts über Islam, über Christen. Wir sind meiner Meinung alle Brüder. Jetzt war ehrliche Frage. Stimmt das wirklich, dass dein Vater Moslem war? Junge, ich selbst war Moslem, Mann. Ich bin doch aus einer muslimischen Familie. Das habe ich doch schon im Fernsehen erklärt. Hör mir zu. Stimmt es, dass dein Vater abgehauen ist? Hör auf, über Miami Vater ist ein Parasit. Wie ein Parasit. Mein Vater ist abgehauen. Ein Parasit, Alter. Mehr ist das. Ein Parasit, der sich ansaugt und immer so schnell wieder los. Hör mir Parasit, Alter. Tschüss, Alter. So einen Scheiß gebe ich mir nicht, Mann. Ja, das ist typisch, wenn man sich, wenn man sich das auf das Wort von einem Moslem verlässt. Genau das passiert, wenn man sich auf das Wort von einem Moslem verlässt. Oh, komm, wir machen Diskussion, wir haben einen guten vierten Scheiß, schicken sie mir die ganze Zeit ein da. Wir haben einen vierten guten Mann, und dann kommen sie, ja, stimmt, das ist dein Vater, das ist typisch, Alter, das ist typisch. Kein Bock, Alter, nehme ich nicht mehr an, Alter, das... Nur wegen Klicks, Alter. Nur wegen Klicks. So typische oberflächliche TikToker, Alter. Typisch, Mann. Vergiss es, Alter. Ich nehme nicht mehr an. Danke, Jenny. Vielen Dank, Jenny. Hör zu! Ich habe keine Zuschauer. Ich habe noch keine Zuschauer. Ich muss das Stream noch starten. Danke, Lars. Es war so, die haben gesagt, es gibt einen vierten Mann, der diskutiert wegen Islam. Und deswegen habe ich zugestimmt, damit sie nicht sagen, ja, schau, Irfan traut sich nicht, er drückt sich. Und ich habe gedacht, vielleicht Arafat, vielleicht irgendeiner, der sich ein bisschen auskennt. Und deswegen habe ich dann zugestimmt. Alles gut. Typisch lügen. Sie haben gelogen, weil der Irfan, nicht der Irfan, dieser Miami, der hat bei mir die ganze Zeit am Telefon genervt. Hey, Han, mach das. Das ist ein Parasit. Das ist ein Parasit, und alles, was er sagt, ist gelogen. Das ist nochmal die Grundannahme, die du bei ihm treffen kannst. Alles, genau, was er sagt, ist gelogen. Gesagt hat, nur wegen Klicks lügen sie. Da seht ihr, das sind die TikTok-muslimischen TikTok-Influencer. Für Klicks lügen sie, betrügen sie, brechen ihr Wort. Wallah das, wallah hier, wallah dort, nix am Ende. Ihr seht es, was für ein Verhalten sie haben. Sie haben gesehen, oh, viele Zuschauer, und dann, oh, ja, komm, Diskussion, und was war? Nix war mit Diskussion. Typisch, Alter. Und die sind nur auf Familie gegangen. Danke. Also wer hätte es gedacht? Ich hätte es gedacht, ja. Dankeschön. Und ich aber trotzdem gesagt, Familie draußen, wo war dein Vater Muslim? Ja, Mann, ich war Muslim, Alter. Das habe ich doch schon alles 1 Million Mal in der Öffentlichkeit erklärt, Mann. Kommen die mir wieder mit so Familiensachen. Ich weiß, hey, das sind halt Fitnermacher. Aber ihr fahrt trotzdem nicht gleich wieder auf alle Muslime, ja. Das ist nicht jeder so. Das sind jetzt diese Individualisten. Ich glaube, der Dings ist nicht einmal ein Moslem. Der, wie heißt der? Ach, die Kappe nervt. Der Engelsgesicht ist gar kein Moslem. Also nicht wieder auf alle Muslime da abstempeln. Ja, bitte. Bitte tu das nicht, ja. Moderatoren, tut noch viel mehr sperren. Tut noch mehr sperren und stummschalten. Am besten gleich rausfliegen. Alle, die irgendwas Komisches kommentieren, direkt raus. Diese ganzen Goldstücke da. Direkt raus.
Schau, schon wieder kommen sie mit meldet den, meldet den, meldet den. Siehst du, es ist immer dasselbe. Wer will noch Moderator werden? Wen ich aber nur kenne. Wer, also wen kenne ich? Nur wenn ich einen kenne. Ich brauche noch ein paar Moderatoren. Man hört die Ironie in meinen Worten. Ich habe keine Ironie, ich habe keine Ironie. Schau, jetzt kommt der Engelsgesicht bei mir rein. Ah, okay, Karl Franz, ja. Also sagt oh, der Alben hat es bei mir verschissen. Alben hat es bei mir verschissen, Alter. Der wird keine Antwort mehr von mir bekommen. Und Engels Gesicht ist auch so ein Lügner, Alter. So ein ekelhafter. Donny, dich mache ich auch. Dich kenne ich auch. Natürlich, King, hallo. Irfan, kannst du mir aber einen Gefallen tun? Kannst du mal diese Flagge küssen? Ich glaube, Irfan ist jetzt gerade abgelenkt. Leute, alle mal tippen und teilen, Leute, alle mal tippen und teilen. Lasst ihn nicht gewinnen, Leute. Warte, ich brauche Moderatoren, Alter, weil es zu viele Kommentare jetzt mit 1700 Leute. Lass es rollen, Irfan, lass es rollen. Lass du nicht kannst rollen, Mann, die melden mich wieder. Warte, Kurt, du auch. So, jetzt. Ja, weil ich schon einige jetzt in Diskussionen auch. Blero, danke schön. Leute, kommt schon alle Baller, Leute, alle Baller, Leute. Lass dich nicht gewinnen. Irgendwann, du wirst jetzt jeder runter verlieren, das ist dir hoffentlich schon bewusst. Ja, eine Zeit, Engel will dich bloßstellen und Miami auch, die haben irgendwelche Infos. Schaut dir, wie eklig sie sind. Danke, Ponykotze. Oh, Leute, aufpassen. Wie erbärmlich sie sind. Komm, die haben irgendwelche Infos. Warte, Löwenherz, ich auch. Irgendwelche Infos und so ein Scheiß. Ihr habt überhaupt keine Infos, Alter. Ich habe nichts zu verstecken. Gar nichts. Contemplation war vorhin drin, der mich 2 Jahre lang auf YouTube gestalkt hat. Sein ganzer Kanal war nichts anderes außer Irfan stalken, jeden Satz analysieren, beleidigen, schnüffeln und irgendwas. Und dann kamen nur ekelhafte Vorwürfe. Nichts konnte er beweisen. Alles war Verleumdung und da war nichts dahinter. Es gibt nichts, ja, braucht gar nicht so tun und rumschnüffeln und so weiter. Das ist so typisch, Alter. Das kennt man von euch. Wenn ihr. Leute, kommt von alle gemeinsam. Hat gesagt am Anfang: Machen wir Boxkampf, Irfan. Komm, machen wir Boxkampf. Was ist mit Boxkampf? Nichts mehr. Er erwähnt diesen Boxkampf nicht mehr. Als er gesehen hat, wie ich ihm geantwortet habe, hat er nichts mehr von Boxkampf gesagt. Nichts mehr. Ist leise jetzt wegen Boxkampf, albanischer Hütchenspieler. Ja, die du verteidigst, auch Tesla. Hey, nicht jeder Albaner ist so wie Irfan. Nicht jeder Albaner ist so wie Irfan, ja? Irfan, nicht jeder Albaner ist so wie Armin Miami. Diesen Überläufer machen wir fertig, Mann. Leute, kommt schon, nein. Wir machen ihn fertig. Okay, warte ab nächste Runde. Warte ab nächste Runde. Meine Supporter müssen mal aufwachen. Meine Supporter müssen mal aufwachen. Du hast keine Supporter, Alter. Du hast noch einen Ballspieler. Sicher habe ich Supporter. Was redest du, ja? Du glaubst, du bist der Einzige mit Supportern. Meine Supporter müssen mal aufwachen, ja? Wollte alle mal tippen. Ist dieser hier von Albaner? Er ist auch halb Albaner oder so. Leute, alle mal tippen. Leute, alle mal tippen. Und das ist so typisch, Alter. Engels Gesicht und die anderen in Diskussion hatten sie keine Chance. Wobei Engels Gesicht hat mir ja auch. Hallo, natürlich. Engels Gesicht hat mir ja bei vielen Sachen auch zugestimmt. Arben hat ein IQ von 70. Ja, IQ von 70. Albanischer Hütchenspieler. Macht Geld mit Versicherungsbetrug. Und wenn, und ja, komm, Boxkampf, bla bla bla, und dann hat er keine Chance gehabt. Ja, und da, seitdem redet er nichts mehr drüber, als er gesehen hat, dass ich keinen Schiss habe. Oh, enges Gesicht. Enges Gesicht hat mir geschickt. Komm, Leute, auf Volljagd. Ja, ja, so. Okay, Irfan, warte kurz, Irfan. Was? Würdest du nur mit Engel rein? Ohne Miami? Und wir holen einen vierten. Einen vierten. Hä, warte, was? Ja, ja. Oder bleiben wir zu zweit? Enges Gesicht kommt und dann noch einer. Ja, okay, passt. Ich hab sogar. Aber nicht Miami, aber nicht Miami. Nein, Miami nicht. Miami hat's verkackt. Okay, nach diesem Match. Warte mal, wer ist da? Okay, passt. Dann holen wir einen Engel rein und.
Und noch einen. Ich hol dann zwei Leute rein. Warte, ich frag mal. Er ist schon bei mir, er hat alles mitgehört. Ich hol Engel, hast du zugehört? Engel, baller doch was rein, ja. Ja, Engel kann rein, sonst Engel, aber nicht Arben. Der ist Lahanis Albaner, genauso Zürich ging. Ich küsse dein Herz, Zürich ging. Ich bin im Herzen Albaner. Ich bin mehr Albaner als der da drüben. Von mir aus kannst du das sein, Mann. Das bedeutet mir nichts. Ich war in Albanien, mein Freund. Es war wunderschön. Es war wunderschön. Klumper, das soll ich sagen, Alter, sonst gar nichts. Ja, okay, warte kurz. Ich muss kurz Toilette. Ich komme gleich. Alter, okay, komm. Leute, nach der Runde. Ich mach euch aber voll Jagd, auf voll Jagd! Ja, das holst du nicht mehr auf, mein Freund. Da, danke schön. Ich küsse dein Herz. Leute, aufpassen, lass sie nicht kommen. Dardan, ich folge dir übrigens. Wo ist er? Da, Dardan. Bin dir gefolgt, Bruder. Leute, lass sie nicht gewinnen. Tesla, beantwortest du mir eine Frage? Weißt du was? Nein, Alter. Nein, ich beantworte dir nicht die eine Frage. Dardan, danke schön. Mach das auf, Mann. Was? Mach den Kack aus. Das ist Albulena, Alter. Das solltest du eigentlich mögen. Komm, Leute. Und okay, und warte. Wie Gerald hole ich rein? Nein, nicht wie Gerald. Ich hole dann einen vierten. Ich weiß schon wen. Stronghold hole ich rein. Warum nicht wie Gerald? Lass wie Gerald mal aus dem Spiel, Alter. Glaub mir, Stronghold, komm schon. Wer ist Stronghold? Das ist ein Deutscher. Der hat schon mal mit enges Gesicht 1 gegen 1 gemacht. Und gewonnen sogar. Ja, aber welche, was hat der für Ansichten? Der deine. Sie kommen, Leute, aufpassen. Ich hätte gar nicht abbrechen sollen. Ich hätte weiter diskutieren sollen, Alter, mit den Leuten, Mann. Nur dieser Lügner-Arben hat mir wieder Livestream kaputt gemacht, Alter. Das ist das letzte Mal. Aufpassen. Hallo, Bosanka. Bosanka, Alter. Schon wieder unterstützen ihn die Moslems. Komm, Leute. Lass meine Unterstützung. Leute, kommt schon. Wir zeigen, dass wir stärker sind. Komm, Leute. Danke, Mara. 10 Sekunden, Leute. Snap. Sauber, Karl Franz. Vielen Dank, Karl Franz. Leute, snipen. Komm, das ist das letzte Match. Oh, danke, Michael. Gerald, SNR. Vielen Dank, danke. Alter, so. Engel, komm live. Ich lade dich dann ein. Komm live. Lad ein. So, warte, ich brich mir jetzt ab. Komm, Engel, komm. Wir machen so zu viert. Wer ist das denn, Alter? Das ist Stronghold. Da, Engel. Hallo, Stronghold. Moin. Hey, warum lügst du nicht Miami? Lass doch Miami ohne Stress. Nein, hey, geh weg mit Miami. Kein Miami. Warum lügst du so viel, du Scheitan? Was denn, Bruder? Warum lügst du so viel, du Scheitan? Du nennst mich doch gerade Scheitan. Ach so, weil du Scheitan bist, deswegen musst du... Hey, warte. Schau mal, wir spielen jetzt ganz normal. Der Verlierer darf 3 Fragen stellen, okay? Okay, komm. Wer letzter wird. Und jetzt keine Islam, kein Christ einmischen. Wir sind alle Freunde, gar nichts. Kein Politik, nichts, okay? Nur eine Runde matchen. Das wird bei und der Gewinner, Moment, der, wo erster wird, darf jeden 3 Fragen stellen. Aber nicht rausgehen, nicht Politik machen, gar nichts. Der, wo erster wird, darf. Ich will nur dir Fragen stellen, sonst will ich keine Fragen. Nur dir will ich Fragen stellen. Okay, das Spiel kommt mit mir alleine.
Komm, wir spielen alleine, Irfan. Ja, ja, mach Tester, du viert, komm. Komm, nein, Tester, respektier mal kurz, lass mal kurz ein Match mit ihm alleine spielen. Nur ein Match, Walla. Lass ihn mal kurz, respektier das bitte. Mach fertig, Engelmann. Du hast keine Chance. Ja. Komm, sehen wir gleich. Ja, du komm. Und ich alleine. Und ja, der Verlierer muss drei Fragen mit dir ja, antworten. Irfan, komm. Ja, komm. Tester, ja, eine Runde. Das ist wichtig für dich. Glaub mir. Serbischer Bruder, bis später. Danke dir. Bruder, du musst kurz raus. Ja, okay, warte. Danke dir. Hey. Komm, du Schätter. Ohne zu streiten, ohne Politik, ja, ohne okay, Ding. Komm. Okay, drei zwei Fragen. Runden oder eine Runde? Wir machen mehrere Runden. Aber jetzt, schau mal, du musst drei Fragen mit dir antworten. Ja, verstehst du okay. Dieses Spiel? Aber du darfst nicht rausgehen, du bist wie ein Mann, musst du deinen Stand halten und drei Fragen musst du ja sagen, was ist die Antwort? Du musst ja, ich hab's gemacht. Ja oder nein? Ja, okay. Wie ein Mann, spielst du? Ja oder nein? Ja, ich sag ich doch. Okay, Jesus sei mit dir. Sorry, Mann. Warum lügst du so viel, Engel? Komm, Leute. Komm, Leute. Ich weiß schon jetzt, was für dreckige Fragen er stellen wird. Er wird richtig dreckige Fragen stellen. Schaut euch ihn an, sein Shaitan-Gesicht. Richtiges Shaitan-Gesicht. Hey, Bruder, glaub mir, wenn wir beide Mekka gehen, ich werde gesteinigt, du wirst mehr als Moslem Mekka anerkannt. Du schaust mehr Moslem aus wie ich, Wallah. Und ich weiß, du warst weiter gebeten. Wo schaue ich als Moslem? Schau mal dich an. Hey, ich schwöre dir bei Gott, bei deinen Augen merke ich, dass du verzweifelt bist, dass du eigentlich ein guter Junge bist, dass du sogar. Leise, Mann, hör auf mit so einem. Ich schwöre dir, schau, Stützenbürger, dein Freund ist verloren genug, aber die kann man noch retten. Wallah, die kann. Ich weiß auch, wenn ich vor deiner Tür kommen würde, sei ehrlich, du würdest mich annehmen, wenn ich nicht zum Essen hätte. Ja, klar würde ich dich annehmen, aber nicht, weil du. Ich kennst du was? Ich schwöre, tief in finsteren Bergen, warte, ich erzähl dir mal erst einmal einen Witz, okay? Das ist mir gespannt. Pass auf. Machen wir den Shaitan fertig, komm Leute. Jetzt pass auf, trifft sich ein Wal und das Meer mit einem Fisch, gell? Sagt der Wal zum Fisch, hey Fisch, wo kann ich hier essen gehen? Sagt der Fisch zum Wal, keine Ahnung, weil du hast die Wahl. Hast du den in Moschee gehört, den Witz? Nicht, was haben wir gesagt? Keine Gotteshäuser, kein Moschee, kein Ding. Oh, hör auf. Nichts beleidigen, Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, Bruder, hör auf, nur schau mal, wir können nichts dafür. Wir können Leute. Nichts dafür, dass dein Vater abgehauen ist. Das können wir nichts dafür. Man kann es nicht ändern. Junge, hör auf damit. Ihr denkt, das ist irgend so eine Schwachstelle oder sonst irgendwas. Nein, hat mit Schwachstelle nichts zu tun. Wir können nichts dafür. Alter, dass sie weggegangen ist mit Mutter Maria. Hör auf! Spiel wie ein Mann jetzt! Schön an. Oh, Engelsgesicht. Alles wenn ich dich wenn wir uns einmal in München sehen, Alter. Ich wohne in München. Dein Stützenberger dreht den Weg, wenn er mich sieht. Du bist nicht gekommen zur Kundgebung. Warum bist du nicht gekommen zur Kundgebung? Bruder, ich halte von sowas nichts. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich halte lieber den ganzen Tag zu Hause. Tiki-Toki, tiki-tiki-tiki-toki. Ganzen Tag zu Hause. Geh doch raus, Mann. Hör mal zu, George Clooney in Behindertenversion. So Hass zu verbreiten oder so. George Clooney in Behindertenversion. So Hass zu verbreiten oder so. Hab ich nichts zu tun. Ich bin da, dass Leute gut gehen. Schau, bei mir spenden auch Christen und so. Wir sind alle Wer spendet dir Christen, Alter? Schau mal, wie du ausschaust. Du siehst aus wie der Satan persönlich. Kein Christ würde auch nur einen Cent dir schicken. Satan soll bei dir reingehen, Amana. Satan hat sich wegen mir Job gekriegt. Satan soll bei dir reingehen. Komplett rein mit seinen Hörnern. Aha, ja, reidig. Alter, der Satan kann von dir sogar lernen, Alter. Du bist so... Danke, Lars. Komm, Leute, wir machen ihn fertig, diesen Teufel. Der Satan kann von dir noch Tricks lernen, Alter. So einer bist du. Der Teufel wird von dir noch was Neues lernen. Auch wenn, aber trotzdem ist mein Vater. Hast du dir drei Fragen schon überlegt? Ich muss mir noch überlegen, weil ich weiß, ich werde gewinnen. Deswegen, ich muss mir noch drei Fragen überlegen. Mal schauen, Bruder, red nicht mal so groß. Was sagt Rocky Balboa? Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Rocky Balboa. Danke, Löwenherz. Was für Rocky Balboa? Ah, Dings, genauso wie dieser Luka Modric, gell? Was steht in Bibel von Luka Modric? Ja, der hat doch Straßenumfrage gemacht. Ich wusste nicht, dass ich den Namen verwechselt habe. Luka Modric Bibel. Engel hat neue Bibel von Luka Modric. Irfan, wenn ich jetzt gewinne, Irfan, wenn ich jetzt gewinne, ich verspreche dir, gemeinsam werden wir deinen Vater aufsuchen. Wallah, ich werde deinen Vater wieder zurückholen. Wallah. Ich schwöre, ich werde dir helfen. Mein Vater gibt dir eine links und rechts und du fällst in Koma. Nein, wir holen deinen Vater wieder zurück und der wird seine Sünde wieder gerade machen. Ich werde dir helfen. Ich bin Irfan, ich habe keinen Vater, deswegen habe ich sowas gegen Muslime. Mein Vater ist fremdgegangen. Das ist. Hey Leute, lass mich gewinnen. Sniped! Nix, Leute, komm Leute, wir gewinnen.
Gerade Leute aus diesen zerrütteten Familien, Alter, müssen dann so, so reden. Komm, Leute, 50 Sekunden. Warte, ich muss mir noch überlegen, was für Fragen ich dir überhaupt stellen soll, weil, keine Ahnung. Schau, sogar mit vierter Account mache ich dich fertig. Du TikTok-Legende, irgendwas. Mit vierter Account mache ich dich fertig. Ich könnte dir ehrlich sagen, ich könnte dir wirklich, Jani, jeder sei hier gegönnt, Bruder. Was dass du auch nicht viel Brotgeld hast und so, dass du alleinerziehend bist mit deiner Mutter und dass du Miete zahlen kannst. Ich will auch so Rolex kaufen wie du, weißt du. Das heißt nicht Rolex, das heißt Rolex. Ne? Bisschen die deutsche Sprache kann, gell? Ja. Nicht immer Österreich machen. Hallo, ich bin Irfan, ich gehe fertig weg, klau Air Max, aber heimlich bete ich, aber ich mache für AfD alles für Geld. Ja, du redest wie ein Türke, der gestern über Schlauchboot nach Deutschland gekommen ist. Ich bin kein Türke, ich bin ein ganz normaler Jude. Alter, komm, besser Deutsch als du. Komm, Leute, 3 Sekunden, komm. Nein, Leute, komm, auf Volljagd. Ja, Karl Franz, sauber, sauber. Okay. Danke, danke Karl Franz, danke an alle, danke an alle. Danke, die zweite Runde zählen wir in 6 Fragen. Oh, wichtig. Okay, jetzt 3 Fragen. Okay, Engel. Erste Frage. Aber warte, keine Islamfragen oder so, Respektfragen. Also du kannst alles fragen, du kannst mich, aber kein, wir haben abgemacht, kein Moschee, kein Islam, kein Christentum, irgendwas einmischen. Okay, Engel. Erste Frage. Ja, aber alles hat mit Islam zu tun, meine Frage. Ja, aber nicht so schlechtes, ekelhaftes. Nein, ehrlich, mit Respekt. Okay, hast du mal Koran in Toilette geschmissen oder zerrissen oder irgendwas? Aber sowas geht nicht, Bruder. Nein, Wallah, nein. Sowas schauen, Bruder. Das ist nicht. Warte, du hast letztes Mal gesagt, du hast Jesus beleidigt und ich frage mich, ob du etwas. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Jesus beleidigt. Nie in meinem Leben. Das ist genau sein Profil. Du hast selbst erzählt, du Lügner. Was? Okay, Engel. Okay, meine Frage ist. Okay, meine Frage. Würdest du für 1 Million Euro Koran verbrennen? Bitte? Würdest du für 1 Million Euro Koran verbrennen? Bruder, was soll denn Scheiß? Ich frag dich doch normal. Du sollst normale Fragen stellen, was man alles antworten kann. Wallah, das ist IP, ja? Ja, okay, ich stell dir. Komm, mach 2. Match. Ich will nur 2 Matches. Ich habe keine Nerven für dich so viel. Ich stell dir Fragen während Matches. Komm, Leute, wir machen ihn danach, machen wir ihn überlegen. Hey, Leute, genau. Unterstützt mich, ihr könnt dann Fragen stellen und ich übernehme eure Fragen, weil mir fällt nichts ein, alles hat mit Islam zu tun. Komm Leute, schickt mir dann eure Fragen und dann stelle ich sie, Engel. Okay, eine Frage, Engel. Warst du mal homosexuell? Oder hast du mal was Homosexuelles gemacht? Ja. Ja, das stimmt. Allerdings, ich habe dich und deinen Vater durchgenommen. Schau, das wusste ich, dass du so unverschämt bist. Schau, aber dann, okay, aber dann antworte ich dir auch nicht. Ich schwöre, ich werde dir nicht antworten. Weil du so gesagt hast. Ich habe doch ja gesagt. Nein, Alter, ich werde nicht antworten dann. Wir spielen umsonst. Ich schwöre, ich werde deine Fragen nicht beantworten. Weil der Witz am Spiel. Okay, tamam. Der Witz am Spiel ist, dass man ehrlich antwortet. Tamam, okay. Und dann so benutzt. Verstehst du? Okay, nochmal von neu. Du hast recht. Nochmal von neu. Ja, ich habe dich gefragt jetzt schon. Ja. Ja, sagst du. Okay. 2. Frage. Hast du mal Hartz IV bekommen? Ja. Okay. 3. Frage. Warst du, aber ich meine ernste Frage. Ich bin ja nicht wie du, dass ich voll unter Gürtellinie oder sowas. Ich stelle ganz normale Fragen. 3. Frage. Hast du mal aufs Maul bekommen? Ja. Okay. Aber hey, wenn ich jetzt gewinne, darf ich auch fragen, ne? 3 Fragen mit dir. Fragen. Ja, du darfst fragen. Inshallah gewinne ich diesmal. Inshallah. Ja. Möge Allah dir helfen. Komm, Leute, wir machen ihn fertig. Ich will ja nicht auf die Frage. Darf man nicht hören. Ich weiß nicht, musst du ihn von fragen. Er kennt sich aus. Ich will seine ekelhaften Fragen nicht beantworten. Komm, Leute, wir machen ihn fertig. Lass danach Arben holen und Tester haben. Dann machen wir 4er-Match. Ich mach nicht mehr mit dir und Arben. Ihr seid Lügner, Alter. Ihr lügt zu viel. Lügen wir denn? Wo haben wir gelogen? Ist der Vater nicht abgehauen? Ihr holt einen vierten rein und nichts habt ihr reingeholt, Mann. Ihr habt gelogen. Warte mal, wo haben wir gelogen? Wir haben doch die Wahrheit gesagt, dass dein Vater abgehauen ist. Warum ich nichts gelügen? Boah, voll unwitzig. Wallah, du kannst es nicht mal.
Ja, 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 du kannst nur nichts. Du hast Clooney im Behindertenmesschen, gell? Morgen wieder hart für morgen mit schon wieder zwei. Warum du so viel liegen? AfD, ich bin meine so Mama auf, du bezahlst mich. AfD, ich mach alles Lüge, Lüge, zu viel Lüge. Ja, Bräuli, ja, Bräuli. Komm nicht einmal bayerisch, österreichisch, ich bin der Irrfall, ich mach für AfD alles, Hauptsache mein Mieter wird bezahlt. AfD, bitte gib mir. AfD, beste ich schwör, Partei. Ich schwöre, ich mach was im Mecker bestimmt. Beste Partei, AfD, komm Leute. Oder ich hab, Irfan, du denkst, wir sind immer, wir haben nichts gegen die AfD oder so. Jeder kann wählen, wen er will, Janne. Wo ist das Problem? Auch wenn wir dann dich abschieben lassen, wirst du immer noch nichts gegen AfD. Ich hab einen deutschen Pass, du weißt gerade gegen Igel. Du kannst von Türkei aus, kannst einen TikTok machen und dann sagen, erstens, ich bin kein Türke, ich bin ein Jude und ich hab einen deutschen Pass. Ja, ja, du hast, wir machen Staatsbürgerschaft. Was ist, wenn ich dir jetzt meinen deutschen Pass gebe? Soll mein deutscher Pass in dein Gut reingehen? Aberkennung, Alter. Dein deutscher Pass ist nichts wert, Alter. Nix Aberkennung. Irfan, wenn AfD wird, wirst du als erstes abgeschoben, weil du schaust mehr Moslem aus, wie ich hab tätowiert. Wo schau ich Moslem aus? Schau mal deinen Bart an, Alter. Wie ein geborener Moslem. Du wirst abgeschoben. Ich schwöre dir, du schaust original aus Irak. Ich schwöre dir, du bist ein Perser. Das Erste, was man macht, mit dir abschieben, weil du schaust mehr aus wie ich. Wallah. Morgen, du bestimmt ab. Ol Mirfan, wenn AfD wird, ich schwöre, du schaust original aus wie Iraker. Original, danke, original. Lass, komm, Leute, Iraker, Alter, wenn ich wie ein Iraker, du schaust aus original, wie original, original, wie Osama bin Laden sein Sohn, original der Vierte. Du schaust original aus wie Osama bin Laden sein original, wie Osama bin Sohn. Laden sein Sohn in Behindertenversion, original. Komm, Leute, 40 Sekunden Aufholjagd. Dass ihr ihn loswerdet, diesen Bin Laden auf Crack, Bin Laden auf Crystal Meth. Komm, Leute. Der österreichische behinderte George Clooney. Wo bin ich behindert, Alter? Irfan, wir werden noch beste Freunde. Ich komme bald in Österreich. Ich werde dich richtige Weg, weil ja, wenn du bei mir bist, du hast keinen Hass mehr. Komm, du wirst komm, nur noch komm, Freude ja bereiten. Du bist mein Gast. Wenn du nach Österreich kommst, wir gehen was essen. Walla, ja, essen, aber ohne Hassbeleidigung, ohne Ding. Ohne Hass. Ohne Blick, ohne Blick. Komm, Leute, 10 Sekunden. Weil ich gebe Ihnen eine Mensch Chance. Ich hatte wieder gewonnen. Ja, oh, trotzdem danke an alle. Komm, Leute, 5 Sekunden. Komm, letzte Match, dann ist vorbei. Nein, Leute, nein. Fuck, Alter. Shit, Mann. Ey, danke. 3 Fragen was ohne Bitte. Deine scheiß Fragen, Mann. Stimmt es, was? Dass du mal Jarak ohne Vorhaut in deinem Mund hattest? Nein. Hey, du musst mit dir antworten. Spiel wie ein Mann, Mann. Halt deinen Mund, Mann. Ich antworte, ich will. Nein, du musst mit dir. Stimmt es, dass du Jarak ohne Vorhaut in deinem Mund? Ich sag dir noch einmal. Schau mal, ich sag dir noch einmal, sage ich ja. Und wenn du dann weiter, dann machen wir nicht weiter. Okay, weiter. Nächste Frage. Nein, wir haben abgemacht. 3. Okay, verzieh dich, Engel. Raus mit dem Opfer, Alter. Richtiges Opfer. So, jetzt machen wir wieder Gäste einladen. So sind sie, Alter, dieses ekelhafte Benehmen von ihnen. Ihr seht, wie ekelhaft sie sind. Flüchte nicht vor Engel. Muss jetzt antworten, ja. Nicht. Muss jetzt ja was sagen. Was willst du, Mann? Hast du was Sinnvolles zu sagen oder nicht? Ja sagen. Warum flüchtest du? Was denn? Also weg mit dir dann. Mal schämst du dich nicht, dass du das mit Koran sagst im Klo? Schämst du dich nicht? Nein, ich schäme mich nicht. Nö. Ja, du siehst doch aus wie so ein Ehrenloser. Ehrenloser? Ja, jetzt trick weg, du Lappen. Ja, hast du was, wenn du was Sinnvolles zu sagen hast, du hörst dich an wie ein homosexueller Moslem. Du hast eine hohe Stimme wie homosexueller Moslem. Oh, hat mich dein Vater verlassen? Oh, hat sich Engel... Im Gegensatz zu euch habe ich einen Vater. Alle so Scheidungskinder aus zerrütteten muslimischen Familien. Danke, Armin. Alles gut, Irfan? Ja, bei dir. Wie geht's dir, Bruder? Alles gut. Ja, ich habe dich jetzt gerade hier zufällig gesehen. Mm. Und was sagst du? Ich wollte dich fragen, wie du überhaupt
Ah, du bist es, jetzt erkenne ich dich erst. Woher? Du bist der, den benutze ich als Einspieler bei YouTube Livestreams, wo du gesagt hast, hier, Shahada. Welche Shahada? Ja, du hast Shahada gesprochen, du bist doch Moslem geworden. Meine Leute kennen dich. Von den Einspielern mit Gesichtertattoo, wo du geistig gesehen. Ja? Mit deiner Frau, mit deiner, ich weiß nicht, wer, deiner Mutter oder sowas, wo du ihr Shahada vorsprichst hier, wie man zum Islam konvertiert. Echt? Hast du so weit gekommen? Ja, du hast es echt geschafft. Bis in mein YouTube-Livestream hast du es geschafft. Krasse Sache, Mann. Ja, ich verfolge dich jetzt gerade hier diesen Abend hier. Ich weiß nicht, was bei dir los ist. Warum hast du denn hier so ein Beef? Die ganze Zeit. Und scheint es ja gar nicht so ein Unkorrekter zu sein. Aber irgendwie scheint es ein bisschen... Wegen deinen aggressiven Glaubensgeschwistern, die keine Kritik vertragen, deswegen. Ja, das sollte man schon so, ne, tolerant sein in allem. So, ne? Sind sie aber nicht, die sind nicht tolerant. Aber ich hätte mal so eine Frage an dich. Ne? So, warst du immer schon so, wie du also jetzt bist, oder warst du Moslem und hast den Glauben gewechselt, so wie ich das gemacht habe? Ja, ich war Moslem und habe den Glauben gewechselt. Was hat dich dann dazu überzeugt? Das ist eine aufrichtige Frage, Bruder, ehrlich. Ja, schau, du kannst dir mein YouTube-Kanal anschauen und dort erkläre ich das ausführlich, was mich am Islam abgeschreckt hat, warum ich aus dem Islam raus bin, warum ich... ich rufe ja auch nicht dazu auf, schau mal, ich sag ja auch nicht, du musst unbedingt Christ werden oder sowas. Aber ja, natürlich, mein Schwerpunkt, dass ich mich auf den Islam konzentriere und erkläre, warum ich eben nicht mehr Moslem bin. Weißt, wenn du nicht mehr Moslem bist, als für was du dich entscheidest, ist deine Sache, weißt du? Das kann jeder für sich entscheiden. Natürlich. Und ja, ich könnte das natürlich, weil das würde mich so gerne interessieren, weil du machst das ja richtig mit Herzblut, weißt du, was ich meine? Weil ich war ja auch mal anders gesinnt, weißt du, was ich meine? So, aber ich hab halt in dieser Sache meinen Frieden gefunden, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin jetzt nicht so tiefgründig wie du, gehe schon alles rein, ja? Aber das, was ich tue, so wie ich praktiziere, tut mir gut. Am Ende des Tages liege ich im Bett und sage, alles ist gut gelaufen. Weißt du, was ich meine? Aber ich weiß nicht, was dich... Es liegt am Islam, dass du gut schlafen kannst dann, oder was? Na, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, ja? Aber für mich tut's gut, ja? Schau, was ich mich festhalten kann. Irgendwas muss dich doch so gemacht haben, wie du jetzt bist, dass du das total kaputt redest, Bruder. Also dir geht's nur darum, dass du irgendwas hast zum Festhalten, so. Ja, nicht, da kann man noch andere Sachen machen. Sport, das hier oder sonst was. Guck mal, glauben tue ich, dass es was gibt, ja? Sowieso. So, und dann hat es da mit mir, ne? Moment, ist jetzt so dunkel hier. Guck mal, dann hat das mit mir angefangen wegen so diese Theorie. Hat Gott einen Sohn? Hat Gott das? Hat Gott hier? Oder sonst was. Dann war das Einzige, was ich mich mit anfreunden konnte, wenn ich schon danach gehe, ja, ich habe gar nicht das Christentum oder sowas erstmal, wie heißt das jetzt, durchgenommen oder sonst was. Ja, die Frage war erst, guck mal, wenn es einen Gott gibt, ne, so, ob denn Gott einen Sohn hat oder das, diese typischen Fragen, wie die Muslime das immer stellen, das haben die doch am Anfang, das machen die doch gerne, das ist doch billige da war, weißt du, was ich meine? So, hat Gott einen Sohn, hat Gott einen das und so. Aber jetzt für meine Theorie, wenn ich jetzt wähle, ne, so, dann könnte ich mich, deswegen bin ich Muslim konvertiert, habe ich mich mit der Theorie erst angefreundet, ja, so, dass Gott, wenn es einen gibt, woran ich glaube, ja, dass der nicht irgendwie, ja, einen Sohn hat oder das hat oder hier oder so oder sonst irgendwas. Komm mal, also, warte. Ja. Wie heißt du eigentlich? Wie soll ich dich nennen? Sag Didi, mein Name, Didi. Okay, Didi. Darüber, weißt du, das ist jetzt, ich glaube, TikTok ist das falsche Format, darüber könnten wir uns jetzt ausführlich unterhalten. Mich würde eine Sache interessieren. Du bist ja gebürtiger Deutscher und ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du auch stolzer Deutscher bist und Deutschland auch, liebst, das Land liebst, das Volk liebst und du schämst dich nicht, Deutscher zu sein, gell? Nein. Genau. Nein. Eine Frage, was ich mich dann frage, wenn du jetzt so als gebürtiger Deutscher das Verhalten der Moslems in Deutschland siehst,
Du siehst. Kriegisch Kotzen bei den meisten. Du siehst, was sie in Deutschland. Genau. Zum Beispiel, du siehst, was sie in Deutschland machen. Du siehst, zum Beispiel zu Flüchtlingen oder so, die Fälle von Vergewaltigungen, dieses asoziale Benehmen der Öffentlichkeit. Bin ich ganz bei dir, ja? Die kannst du bei mir alle in einen Raum stecken, ja? Dann werden wir sehen. Aber man kann doch nicht die Religion damit in den Dreck ziehen. Aber, also, guck mal, ich habe auch so viele Leute kennen. Du glaubst also, du glaubst das Verhalten dieser Moslems in Deutschland, welches extrem schädlich ist in Deutschland, dass das überhaupt nichts mit dem Islam zu tun hat? Nee, gar nichts, gar nichts. So, das ist denen, guck mal, die leben hinter den Bergen, ja, die leben hinter den Bergen, kommen um Schlauchboote hin, ja, kommen hin, die tun Frauen vergewaltigen, ne, Beispiel, ja, so, einer, der wirklich an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, ja, einer, der wirklich das Fundament hat von dem Islam, ja, der praktiziert, der macht, der tut, ja, so, der ein guter Muslim halt sein will, ja, so, der tut nicht vergewaltigen, der tut nicht das machen, der tut nicht hier das oder das machen. Weißt du, was ich meine? Das ist mein Denken, das ist meine Überzeugung. So, und diese, die hier rüberkommen, ja, die hier rüberkommen und das alles machen, das sind alles Leute, die den Islam schlecht machen. Darüber, dass die Leute dann so denken, zum Beispiel so wie du, so, du wirst dich bestimmt noch besser auskennen wie ich, ja, bist tief gelesener oder, etc., ja. So, aber, sag schnell, ich kann aber auch schon sagen, als gebürtiger Deutscher, der auch mal anders gesinnt war und das alles, der diesen Glauben vor 8 Jahren angenommen hat, der jetzt 8 Jahre praktiziert, ich habe gerade noch Isha gebetet, ja, so, und kann ich aber sagen und möchte ich auch sagen, dass diese Leute einfach hier hinkommen und den Islam schlecht machen einfach nur, ja, so, und das ist das, was mir dann an den Kragen geht. Und ich habe auch unwissende Leute zum Thema, ich war mal in einem Club, ich war mal da, ich war mal hier, und die haben zu mir auch gesagt, Bruder, wie konntest du denn dein Land verraten oder wie konntest du denn das machen? Denkst du nicht, ich habe mich in den letzten 8 Jahren nicht auseinandersetzen müssen mit Freundin oder sonst was oder ne, so Leute in meinem Dunstkreis, ja? So, aber das sind Leute, die einfach nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Ich habe auch lange gebraucht. Guck mal, weißt du, was ich für einen Hass habe auf diese Leute manchmal so gehabt? Oder auch jetzt noch, weil ich ganz genau weiß, dass wir durch diese Leute, die sowas tun, ja, die sowas tun, so, wir ein falsches Ansehen haben. So, und dann wird dann so durch Leute, die ein bisschen so tiefer Wissen haben, so wie du oder das, dann kramen die nur im Koran nach Sachen nach, ja, wo halt mal ein paar Sachen stehen, die halt was strenger sind. Aber der Islam heißt doch nicht einfach nur so, sei streng mit dir selbst und nachsichtig mit anderen, ja. So, also ich bin tolerant und offen für alles andere, aber die Leute sollen doch mich in Ruhe lassen. Mich beten lassen, machen, tun oder sonst irgendwas. Weißt du, was ich meine? So, oh, ich weiß jetzt nicht, in jetzt, besseren Worten. Ich würde dich gern mal in einen YouTube-Livestream oder sowas einladen, wo wir dann, ich sag mal, so 2 Stunden. Ich dir exakt genau auf den Islam zurückführen und dir zeigen, woher das kommt und wie das mit dem Islam verknüpft ist. Ich finde erst einmal, dass du das so sagst, finde ich gut. Ja, finde ich gut, dass du. Ja, weil ich das einfach denke, weil wie gesagt, ich kenne beide Seiten, ja. Und glaub mir, ich war mal auf einer ganz anderen Seite von Islam ganz weit weg, ja. So, aber das gibt mir was. Ich glaube daran, ja. Ich glaube daran. Das ist mein Glaube und da gehe ich auch nicht mehr von weg. Ich praktiziere seit 8 Jahren, bete ich 5-mal am Tag, ja. Ich halte mich auch so gut wie es geht so von Moscheen fern, weil ich sage auch ganz offen im Internet oder sonst was, es gibt nirgendwo mehr Fitna oder sonst was üble Nachrede, wie bei den Brüdern untereinander manchmal. Weißt du, der eine gönnt dem anderen nichts. Und jeder will sich immer mit dir messen, wer mehr Wissen hat oder sonst irgendwas. Die Erfahrung habe ich alles machen müssen, Bruder. Und gerade am Anfang, ja, dann sehen die den Deutschen, oh, groß, guck mal, tätowiert, hat der da, was, so, was will der schon wissen? So, ich war gezwungen,
die erste Zeit mir viel Wissen anzueignen, damit nicht jeder Dönerverkäufer kommt in der Moschee, ja, und mich fragt, ja, Janni, weißt du denn, warum Muslime kein Schweinefleisch essen oder das oder das? Ich musste in kurzer Zeit mich viel bilden. Weißt du, was ich meine? Ja, so. Ich weiß, was du meinst, aber ich verstehe halt nicht, wie du so... Die meisten sind auch ekelhaft, aber ich kann deswegen nicht die Religion schlecht. Aber ich verstehe halt, schau mal, ich verstehe einfach nicht, wie man in so einer Situation als Deutscher zu einer Religion konvertieren kann, die so viel Schaden in Deutschland anrichtet, die so einen schädlichen Einfluss hat. Ich sehe das als Verrat an Deutschland. Ich sehe das als Verrat an den Deutschen, am Deutschsein, an deinen Vorfahren. Das ist einfach Verrat. Tut mir leid. Aber damit wurde ich auseinandergesetzt. Ja? Aber denkst du nicht, das ist der Mensch und nicht die Religion? Nein, guck mal, wie viele Christen sitzen im Gefängnis oder sind Mörder. Ja, aber du weißt ganz genau, schau mal, du warst doch in Haft. Sind da nicht überrepräsentativ sehr viele Moslems? Bruder, 85%? Aber das sind keine Moslems. Die glauben an nichts, die fressen Schwein, die machen das. Aber es sind Moslems, danke Imam. Es sind Moslems. Du sagst halt, die sind halt so schlecht. Aber du sagst selbst, 85% in den Gefängnissen sind Moslems. Aber ich sag dir was. Menschen aus islamischen Ländern, Herkunft, ja? Aber Moslem, was heißt denn Moslem? Moslem heißt doch nicht mehr wie, das ist wie ins Englische, kannst du mehrere Sachen übersetzen. Ja? Guck mal, einigen wir uns auf Diener Gottes, ja? Diener Allahs, so Beispiel, ja? So, nehmen wir das, ja? So, dann hast du 5 Sachen zu erfüllen. Guck mal, das Gebet, ja, Spenden, das, das, das und das. Guck mal, ich sag immer zu mir selber, an dem Tag, wo ich nicht mehr bete, bin ich kein Moslem mehr. Ja, so, bin ich kein Moslem mehr. Aber schau mal, es geht darum, Didi. Das, was die Leute prägt, so verhalten sie sich auch. Das heißt, wenn du einer friedlichen Religion angehörst, dann verhältst du dich auch friedlich. Und deswegen sind auch die große Mehrheit der Deutschen sind friedlich. Und sie sind mehrheitlich entweder Christen oder atheistisch. Und so. Das heißt, sie sind friedlich. Aber die Mehrheit der Moslems sind eben leider nicht friedlich. Und das ist die Prägung des Islams. Was das ist? Denen ihre ekelhafte Mentalität wahrscheinlich. Ja, das ist mit dem Land zu tun hat. Bruder, der Marokkaner, ich will jetzt keine Menschen von Länder oder so angreifen, ja? Aber sagen wir, der eine Marokkaner oder der ist das, der kommt von dahin. Wenn du die fragst, bist du Moslem? Dann sagen die, ja, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Ja, Bruder, betest du? Nein, ich habe ein sauberes Herz. Panada, das ist doch sicher. Auch wenn sie keine Vorzeigemuslime sind und voll hier praktizieren und so weiter und Sünden machen, trotzdem prägt sie der Islam und gerade das Negative kommt auch aus dem Islam. Die Gewaltbereitschaft, die Verachtung gegenüber Frauen, die Verachtung gegenüber Nicht-Moslems, der Hass auf Deutsche und so weiter, das kommt alles aus dem Islam. Aber denkst du nicht, dass es einfach nur Unwissenheit von den Ballerköpfen, wo die herkommen? Nein, du redest von Marokkaner. Ein praktizierender Moslem, der wirklich sich damit wirklich auseinandersetzt, dass der rumläuft und wirklich solche Sachen macht. Glaubst du das wirklich? Ich möchte das nur wissen. Das würde wie ein Christ nicht machen, wie auch ein Dingens nicht machen, ein Moslem nicht, wie ein Jude nicht. Das ist der Mensch. Der Mensch ist dreckig und verkommen. Warte, du redest, ja, aber warum sind die Deutschen nicht mehrheitlich so, wenn es der Mensch ist? Weil wir an nichts glauben. Wir haben an nichts geglaubt. Also es ist mal besser, wenn man an nichts glaubt, als wenn man Moslem ist. Nein, aber ich will dir das halt nur damit sagen, dass der Deutsche sich eigentlich gar nicht mit der Religion auseinandersetzt, Mann. Frag doch mal einen Deutschen, ob der die Bibel gelesen hat. Warum ist er dann friedlich? Weil er einfach nur leben will. Weil der einfach nur leben will. Der ist hier groß geworden. Eine Frage, schau mal. Du erwähnst Marokkaner. Warum sehen wir das? Nein, lassen wir uns nicht jetzt auf Kinder. Scheiß auf Marokkaner, okay. Warum erwähnst du, oder warum sehen wir dieselben Probleme und Phänomene bei ganz verschiedenen Völkern, Marokkaner, Türken, Iraker, Syrer, Afghanen und so. Was haben die gemein? Genau, was haben die gemein? Dass sie Muslime sind.
dass der Islam sie verbindet. Und bei all diesen Leuten sehen wir, bei diesen Völkern sehen wir dieselben Probleme. Und was haben sie gemeint? Sie haben den Islam nur als Religion gemeint. Aber das ich ist denke, das verbindende der Ursprung, Element. Der Ursprung, denke ich, Irfan, ganz ehrlich, das liegt bei den Menschen selber und das hat gar nichts mit der Religion zu tun. Die meisten, die wie du jetzt sagst, die mit dem Schlauchboot kommen oder sonst was, lass sie doch mal die Al-Fatiha aufsagen. Lass sie doch mal die Al-Fatiha aufsagen. Subhanallah, Astaghfirullah, dass ich sowas sage, aber lass sie doch mal die Al-Fatiha aufsagen. Ja, viele können schon auch beten und beten ab und zu und das ist der Punkt. Auf jeden Fall, ich muss jetzt Schluss machen, wie gesagt, ich folge dir jetzt auch und dann können wir uns mal... Ich wollte deine Zeit rauben, Bruder Herz, aber ich habe jetzt gedacht, komm, geh mal rein, ich hätte auch nicht jetzt gedacht, dass du vielleicht annimmst oder dass du sogar mich kennst, ja? So, ja. Wir können das mal ausführlich diskutieren. Du hast richtigen Hass, schiebst du auf diese Leute. So wie ich auch auf diese Unwissenden, ja? Aber ich habe so viele nette Leute, Alhamdulillah, kennengelernt, ja? So viele nette Leute. Ich habe die meisten Freunde, die ich auch habe, sind Kurden. Ich habe auch Judenfreunde und sowas alles, ja? So, wir sind tolerant, wir gehen miteinander gut um und so. Und wenn ich sowas aber sehe... Nicht der Islam, warte mal, du, aber nicht ja. Der Islam. Der Islam gebietet dir, sei barmherzig zu den Gläubigen und hart zu den Ungläubigen. Das sagt Allah. Der Islam und Allah sagt dir nicht, sei nett und freundlich zu ihnen und liebe sie. Ja, aber Bruder, ich bin da ganz anders. Ich bin da Mensch. Ich bin da menschlich mit mir. Ja, das ist deine Menschlichkeit. Ich bin nicht so groß geworden. Seite ich bin an dir als Mensch, aber das ist nicht der Islam. Alles klar, dann wir hören uns. Wir können mal schreiben. Ich bin immer da. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Ja, ja. Danke dir auch. Und Salam alaikum, Alter. Ja, ciao, alles ciao. Gute. Ciao, ciao. Ja, Wahnsinn, wenn man alles auf TikTok trifft. Hallo, Irfan. Hallo. Guten Abend. Guck mal, du bist AfD-Wähler, alles Christ und ich bin Muslim und ich bin auch AfD-Wähler. Meinst du nicht, dass du AfD damit schadest, wenn du sagst, ja, wir schieben euch alle zurück und okay. So? Warum wählst du als Moslem die AfD? Sag mal. Also, ein paar Dinge passt mir nicht. Deswegen wähle ich AfD. Ein paar Dinge passt mir nicht, was mit Krieg zu tun hat und so. Ja, was? Erklär doch. In Ukraine verbrennen die Bibel, verbrennen die Kirchen. Das juckt dich nicht? Als Christ, das gefällt mir nicht, dass das in Ukraine Kirchen verbrennt wird und Bibel verbrennt wird. Deswegen willst du die AfD? Natürlich. Und noch gibt es noch auch andere Gründe. Ich will dir jetzt nicht viel preisen. Ich will dir nur sagen, dass du AfD schadest gerade. Schau mal. Die AfD kann für sich sprechen, ja, und sie kann das selbst entscheiden. Das heißt, wenn sie sagen, ich schade ihnen, dann rufen sie mich nicht und dann habe ich mit ihnen nichts zu tun. Wenn sie aber sagen, Irfan, du bist ein Experte, du kennst dich aus, bitte hilf uns hier, hilf uns da, berate uns hier, berate uns dort, genau. Dann passt das nicht so ganz mit deiner Version, weil das aber ist AfD klar. Hat auch muslimische Wähler, will ich dir sagen. Ich bin Kurde. Ja, kann sein, dass vereinzelt Muslime auch AfD wählen, das glaube ich. Ja, ein konservativer Moslem, Dönerbesitzer, der keinen Bock auf Asylanten hat und so weiter. Das glaube ich schon, dass es ein paar Moslems gibt, die AfD wählen, aber ja, kann schon sein. Denkst du, stört uns nicht, dass die Neulinge hier hinkommen und hier Mist bauen? Doch, ich glaube auch, dass es viele von euch stört und deswegen finde ich das schade, dass sich die Muslime, die schon viel länger hier sind, nicht entschieden genug seit 2015 gegen die Flüchtlinge, gegen die illegalen Migranten stellen, sondern im Sinne der islamischen Brüderschaft, Brüderlichkeit, sie reinholen, ihnen helfen, dafür plädieren, noch mehr ins Land zu holen und so weiter. Das ist schade, ja. Ja, klar. Wie gesagt, ich bin Muslim, aber kein starker Muslim oder so. Ich habe noch nie mein Leben gebetet, aber
Ich mag nicht, wenn man so Muslim attackiert. Ich habe zu Hause Bibel, Koran und Tora. So, du siehst, der Islam ist ein Teil deiner Identität. Genau. Und wenn ich über den Islam was sage, dann fühlst du dich als Person angegriffen. Das kann ich schon nachvollziehen, dass dir das nicht gefällt und dich das stört, ja. Kann ich nachvollziehen. Alles klar, okay, Herr Böhm. Hörst dich aber vernünftig an, dir alles Gute, weiterhin AfD und vielleicht wird es irgendwann besser im Land. Gute Nacht. Ciao, ciao. Gute Nacht, mein Mann. Ciao. Hallo? Hallo? Was geht? Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, bist du Albaner eigentlich? Sei mal ehrlich, Opi. Ist doch egal, Mann. Wie oft wurde das immer behandelt? Sag, auf was du hinaus willst. Das ist irrelevant. Komm. Bruder, das Ding ist halt, du bist halt ein alter Opi und mir geht's halt darum. Okay, verzieh dich, Kleiner. Der alte Opi kann dich und deine ganze Clique kaputt hauen, wann er will, der alte Opi. Hallo? Hey, Irfan, ich grüß dich. Hi, hi. Hey. Hör mal, Irfan, ich bin selber Moslem und ich habe da mal so eine Frage. Ich gebe dir bei vielen Sachen recht. Also jetzt mit den Muslimen hier in Deutschland, dass sie sich voll daneben benehmen. Und, sorry, auf jeden Fall, aber glaubst du nicht, dass zum Beispiel... ...Wismus an, oder? Ja, klar haben sie einen schlechten Einfluss auf die. Auf was willst du hinaus? Ja, aber warum geht die Regierung nicht... Also ich frage mich oft, warum geht die Regierung gegen diese Menschen einfach nicht vor? Wir wissen doch einfach alle, dass Abul Bara, Sheikh Ibrahim, von Saudi-Arabien finanziert wird. Und die werden finanziert. Ja. Ich gehe zum ersten Mal live. Ja, ich sag dir warum. Ja. Weil es ein Linksstaat ist, eine linke Bundesregierung, die das eigene Land zerstört. Und die nicht im deutschen Interesse handelt. Logischerweise, natürlich, das, was du sagst, stimmt. Du hast Prediger im Land, die Jugendliche radikalisieren, die Jugendliche negativ beeinflussen. Jede vernünftige, normale Regierung würde sagen, hey, wir haben schon genug Probleme mit muslimischen Jugendlichen, wir brauchen nicht noch Hassprediger, die sie radikalisieren, die sie aufhetzen gegen alle Nicht-Muslime und so weiter. Aber wird nicht gemacht oder nur vereinzelt. Ja, nur vereinzelt bei jetzt so IS-Predigern und so weiter. Da gibt es schon Fälle, die festgenommen wurden, verurteilt wurden, abgeschoben wurden. Aber zu wenige, weil es fehlt die Handhabe. Ja, ein Sheikh Ibrahim, der ist halb Deutscher, seine Mutter ist Deutsche. Mhm. Ja, er ist wahrscheinlich deutscher Staatsbürger. Er lebt in Deutschland. Was kann der Staat groß gegen ihn machen? Staatsbürgerschaft aberkennen, unrealistisch. Mhm. Sie können ihn ein bisschen beobachten und ansonsten müssen sie ihn dulden. So ist jetzt die politische Situation. Man hat keine Handhabe gegen sie, außer sie machen jetzt irgendwas Kriminelles wie Abul Bara, der Corona-Betrug 20.000 Euro gemacht hat und dann gab es Hausdurchsuchungen und so weiter. Aber auch da kommt nicht wirklich was raus. Dieser Staat ist machtlos einfach nur. Also weißt du, was ich einfach sehr erschreckend finde? Ich finde manchmal so in Livestreams von Abul Bara und Sheikh Ibrahim, und das sind wirklich tausende von Zuschauern, die lassen sich so krass von diesen Leuten beeinflussen. Ja, ich kann das vollkommen. Ich habe keine Angst, aber ich habe Sorge. Ich habe Sorge oder und, Sorgen, und ja, ich gut. Sehe, wie sich das verändert und ja. Ich meine, schau mal, Irfan, ich sag dir ehrlich, ich als Moslem habe selten Rassismus erfahren hier in Deutschland. Ja? Und ich meine, es kommt komplett auch immer überbewertet, komplett überbewertet. Ja, beziehungsweise wird das extrem aufgebauscht, dieses Rassismus.
Radikalisierung hier in Deutschland nimmt einfach mega, mega zu von meinen Glaubensbrüdern. Verstehst du, was ich meine? Und ich bin voll dafür, dass man dagegen vorgeht. Ja, also ich bin komplett dafür. Vor allem seit 2015, ja. Es ist nicht mehr Deutschland. Also ich bin, wie gesagt, ich hatte nie Probleme in diesem Land. Seit 2015 kriegt man halt, guck mal, hier zum Beispiel James Wan, bist du Shia? Ne? Also bist du Shia? Also jetzt, weil ich jetzt sage, ich bin Shia, ja? Ich bin Shia, ich bin muslimischer Shia, okay? Und direkt, ja, du bist ein Heuchler, du bist ein Kafir, du bist dies, du bist... Ja, das, weil sie sehen dich, sie akzeptieren dich nicht als Moslems, wenn du Schiite bist. Also, akzeptieren sie dich nicht als Moslem. Also ich glaube an Allah, ich glaube an den Propheten, ja, aber ich wurde halt so... Meine Eltern haben mir das einfach so beigebracht, dass wir alle Menschen respektieren sollen, dass wir jeden lieben sollen, ja, und niemand irgendwie, mein bester Freund ist Amerikaner, der ist Christ, ja, also wir haben... Ja, schau mal, ich glaube dir das alles, aber das ist halt nicht der Islam. Ich glaube, dass deine Eltern gute Menschen sind und dir... Aber das ist halt nicht der Islam und das steht halt nicht in den islamischen Quellen, verstehst du? Das ist halt mein Problem. Ja, wie meinst du, lösen wir das Problem jetzt? Weil ich meine, es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Muslime, also hier in Deutschland. Man kann ja auch, also wenn man jetzt sagt, ja, wir schieben jetzt einfach alle ab, das ist unrealistisch. Das, ich denke mal nicht, dass es so einfach geht. Also was ist deine Lösung? Ja, schau mal, es braucht erst einmal, es braucht eine Politik und eine Situation, wo Migranten sich mehr einfach entscheiden müssen, verstehst du, wo du einfach diesen Integrations- und Assimilationsdruck hast, wo das Land den Leuten ganz klar macht, hey, entweder gehört ihr dazu, aber dann ist das und das und das nötig, oder ihr gehört nicht dazu, aber dann wird's halt ungemütlich für euch im Land, dann könnt ihr halt nicht mehr einfach zu Hause sitzen, Leistungen kassieren, eine Moschee nach der anderen bauen und so weiter, dann lassen wir halt nichts durchgehen, ja, dass der Druck da einfach nicht nur vom Staat, sondern auch von der Gesellschaft, die Erwartungshaltung und der Druck einfach höher wird in dem Sinne und dann, weißt du, dann verbessert sich die Situation mit der Zeit so. Man kann natürlich nicht von einem Tag auf den anderen alles lösen. Ja, das sind Probleme, die jahrzehntelanger falscher Politik, aber die Situation wird sich dann auf jeden Fall bessern. Ja, ich hoffe auf jeden Fall auch. Also ich weiß nicht, also ich will mich auf jeden Fall für einige Muslime hier entschuldigen, ne, die sich jetzt auch beleidigt haben im Stream, wie eben Engel oder so, ne. Also ich habe ja, schau, du musst dich nicht für die entschuldigen, weil wir wissen, warum sie so sind. Wir wissen, es gibt auch Vernünftige wie dich, vor allem so Schiiten oder andere islamische Minderheiten, bei den Sunniten eher schwierig, aber gibt es auch da manchmal. Es gibt vereinzelt Vernünftige und so weiter, ja, die müssen sich auch nicht angesprochen fühlen, aber du wirst selbst zugeben, du bist halt nicht die Mehrheit, leider. Du bist nicht die Masse unter ihnen. Ja, die Masse ist ganz anders und ja, es ist genauso wie auf TikTok. Schau mal, von 20 Moslems, mit denen ich diskutiere, ist einer oder sagen wir zwei wie du und die anderen mehr oder weniger fast alle gleich. Das heißt, zu 98% hast du halt dieses katastrophale Benehmen. Und nicht, es geht nicht nur um Benehmen oder dass sie mich beleidigen, sondern es geht um ihr Gewaltpotenzial, um ihre Aggressivität, über ihre Machtfantasien, ihre Ablehnung und ihren Hass gegenüber dem Land, in dem sie leben, in dem sie alle Vorteile genießen. Und weißt, das sind halt die großen Probleme. Ja, aber das sind, du hast recht. Das Problem ist einfach, dass in den Moscheen auch wirklich kaum kontrolliert wird, auch vom Staat. Also es sind so viele Prediger, ich war in vielen Moscheen. Ich bin da auch wieder, also ich bin auch, weil ich weiß einfach, der Islam, also du hast jetzt vielleicht eine Hand, also du sagst jetzt, der Islam ist schlecht und böse und so, ist deine Meinung. Das ist deine Meinung. Für mich ist der Islam eigentlich friedlich, ja. Ist eine friedliche Religion, aber ich gehe halt, ne, also ich gehe in Moscheen und ich sehe da halt Prediger, die zum Beispiel einfach nur hetzen gegen Christen, gegen den Staat, gegen alles Mögliche. Ich meine, die hetzen sogar mittlerweile unter den Muslimen. Also töte 4 Schiiten, du kommst ins Paradies zum Beispiel. Verstehst du, was ich meine? Also die hetzen gegen alles. Und ich finde es einfach traurig. Also ich finde es wirklich schade, dass die Regierung diese Menschen einfach nicht im Griff hat. Also ich meine, schiebt die doch einfach ab, auch wenn die den deutschen Pass zum Beispiel haben. Aber die sind echt eine Gefahr, ja, für dieses Land. Und nicht nur für Deutschland, sondern
für die ganze Welt, sag ich mal so. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also, ja. Na gut, also hat mich gefreut. Gut, hat mich gefreut. Ja. Wirklich dir alles Gute, dir. Wie gesagt. Machst dich sehr vernünftig an und ja, überdenk ein paar Sachen. Du siehst selbst, wie sie sich verhalten. Und alles gut, Irfan. Man kann immer seine Positionen auch überdenken und überprüfen und schauen, ob das wirklich so ist, ob man aufrichtig ist, ob man sich gewisse Sachen schönredet oder nicht einsehen will oder die Konsequenzen fürchtet. Weißt du, es ist nie zu spät, auch irgendwie seine Meinung. Danke dir, Irfan. Ich will nur eine Sache, ich will nur ein Ding noch loswerden, bevor ich runtergehe. Also jetzt mit dem Koran, also hier auf Toilette und ich weiß, es war jetzt nur ein Match mit Engeln und so, ne? Aber es hat mich verletzt. Also auch wenn du jetzt, sagen wir mal, auch wenn ich das jetzt zum Beispiel, auch wenn ich das jetzt nicht juckt oder so, ob das jetzt mich verletzt hat oder nicht. Also ich finde es unnötig, also muss nicht sein. Ja, schau, muss nicht sein. Er hat dreckige Fragen gestellt und dann habe ich dreckige Fragen zurückgestellt. Er ist dreckig. Und ich entschuldige mich, wie gesagt, nochmal für sein Verhalten. Im Endeffekt ist er mein Glaubensbruder und es geht gar nicht. Auf jeden Fall, ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles klar, dir auch, gell? Gute Nacht. Danke, ciao, ciao. Ciao. Na, ihr Fahren. Das Gedächtnis ist wieder drin, ja. Aber ich sag dir eins, Alter. Ich mach nichts mehr mit Arben und nichts mehr mit Engel. Okay, genug über die geredet, ja. Alles klar, kenn ich auch. Machen wir nicht. Wie man so dreckig lügen kann, wie man so ein ekelhaftes Verhalten haben kann. Ich habe eure Matches zugeschaut, ja. Ja, siehst du. Du wolltest deine Fragen nicht mit Ja beantworten, hä? Was? Du wolltest seine Fragen nicht mit Ja beantworten, weil er so ekelhafte Fragen gestellt hat. Ja, es geht nicht darum, dass wenn die Frage, wenn meine Antwort Nein ist, dann ist Nein. Naja, nein, schau, Irfan, ich glaube, du hast das Spiel nicht verstanden. Das Spiel war, egal welche gottlose Frage man stellt, wenn du verlierst, musst du sie mit Ja beantworten. So. Ja, das war das Spiel. Das ist so ein Scheißspiel. Ja, du hast doch gesagt. Er hat gesagt, drei Fragen, die musst du mit Ja oder Nein beantworten. Nein, nur mit Ja beantworten. Und das war das macht jeder auf TikTok, dieses drei Fragen mit Ja beantworten. Ja, was weiß ich, Mann, ich kenne doch nicht eure Scheißspiele auf TikTok. Ja, jetzt kennst du, jetzt habe ich es dir beigebracht. Ja, das ist so ein Scheiß, spiele ich auch nicht. Ich habe keine Zeit für Spielchen, Mann. Hier wird Aufklärung betrieben, hier werden Zerfetzungen gemacht und keine Spielchen gespielt mit irgendwelchen Meth-Junkies aus München, Alter. Ekelhaften. Ja, ich kacke auf die, Alter. Die haben nur gesehen, dass viel Reichweite, viel zahlen und dann wollen sie halt profitieren, die Ekelhaften. Ja, auf jeden Fall, ich sag dir nur eins, mit denen, tu mich nicht... Alter, warum ist denn der jetzt wieder draußen, Mann? Wieso gehst du raus aus dem Bett? Ich bin nicht rausgegangen, du bist rausgegangen. Nee, ich bin sicher nicht rausgegangen. Dein nordkoreanisches Internet spinnt. Du, hör mal auf mit den Nordkorea, ja? Das ist nicht mehr lustig, ja? Beruhig dich wieder. Schau, die Leute sagen sogar, lass ihn draußen. Ich sag dir eins, ruf mich nicht mehr oder hol mich nicht in irgendwelche dreckigen Konstellationen bei TikTok oder sonst was. Ich mache Zerfetzungen und das ist das. Und auch so, wenn wir machen, okay, wir diskutieren, weil du bist eh ein Überläufer und mutierst zum linken Islam, albanischen Islam-Propagandisten. Warte mal, erstens, ich werde nie links sein, ja. Und ich habe dich da nicht reingeholt. Du hast dich sehr, sehr, sehr selbstständig bist du da reingegangen, ja. Du hast dich als Gäste reingeholt in Miami zuerst und danach den Engels gesiegt und hast dich dann überreden lassen, dass du sie reinholst. Da war ich nicht mit im Spiel, ja. Brauchst gar nicht mal mir die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass ich irgendwie dich hätte reingeholt, ja. Ja, aber ich kenne diese. Ja, scheißegal, komm, scheiß drauf. Schau.
Lass mal alle tippen, Leute. Lass mal alle tippen. Was denn? Schau mal. Ja, Sanjak aus Hannover. Ah, du hast mich anscheinend vermisst. Du kommst ja bei mir in den Livestream. Wieder Fäkaliensprache, ja. Spendenaufruf für Flug nach Nordkorea. Ihr fahren, ich mache gleich Spendenaufruf für Flug nach Sanjak zurück, ja. Samu, du. Schmeiß Samu Hunger raus. Alter, du. Übrigens, ich habe Engel fertig gemacht, den ersten Match. Und bei zweiter hat nur irgendeiner in letzter Sekunde was geschickt. Ansonsten hätte ich zweiter auch gewonnen. Irfan, wenn man dich mit Salam Aleikum grüßen würde, was würdest du antworten? Wenn man mich mit damit grüßt? Ja. Was soll ich antworten? Würdest du Grüß Gott zurück sagen, wie so ein Allmann? Ja, genau. Ich würde sagen, hier wird anders gegrüßt. Hier wird Servus oder Grüß Gott gesagt und nicht Salami Aleikum. Oh mein Gott, Leute. Wieso hast du diesen Hass in dir, Irfan? Ey, wenn ich doch einmal dieses hässliche Wort Hass höre, und dann beende ich das hier. Komm mir nicht mit so einem Blödsinn, Mann. Okay, beruhig dich wieder, übertreib deine Rolle. Wie kommt es, dass du nie mit Statistiken argumentierst? Leute, kommt schon alle tippen, Leute, alle tippen. Ich tue ständig mit Statistiken argumentieren. Uli Hoeneß. Die ganze Zeit überlege ich, an wen erinnert mich Tesla Hahn? Jetzt ist mir eingefallen, an Uli Hoeneß. An wen? Er hat NK7, du irrelevanter Typ. Du warst einmal kurz relevant, aber sei mal leise, ja. Ich hab nicht irrelevanter Typ. Mann, du Österreicher. Wer ist das? Wer soll das sein? Oh mein Gott, er kennt nicht Uli Hoeneß. Alter, ich bin kein Allmann, ja. Ich bin kein 50 Jahre alter Franz, der auf dem Sessel pupst und mit 30 Jahren sich nur beschwert über alles. Da schaue ich so aus wie ein Franz. Schau, Uli Hoeneß. Wer soll das sein, ja? Schein. Hier, schau, original wie Uli Hoeneß. Alter, schau ich so aus wie der, das... Leute, Alter, schau ich so aus wie der, sei mal leise. Du wirst wahrscheinlich auch wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis kommen. Hier, so schaust du aus, da. Tesla Hoeneß. Tesla Hoeneß. Genau, das bin ich, ja. Der stimmt, die ganze Zeit immer mit roter Schale. Aber Irfan, das ist so deine Fanbase, Irfan. Das ist so deine Fanbase, ja. Genau solche, so stelle ich mir die vor, die dich unterstützen und die dir zuschauen, ja. Und was hast du gegen die? So mit knallrotem Gesicht, ja, und Bierbauch. Ja, und... so, Boss, hier, guck mal, Boss. Ja, genau, Boss. So richtige. Hier. Lieber solche hier, Fan. Was heißt Fans? Leute, die mich unterstützen oder die meine Arbeit gut finden. Guck mal. Ja, und dann, richtiger. Und dann. Guck mal. Ja, und solche nützen dich dann aus, weil sie sich nicht das sagen trauen, was. Lass mich mal ausreden, ja. Oh, Plero. Nein. Nein, Leute. Dieser Karl Pflanz. Karl Pflanz. Karl Franz, Alter, das ist ja lächerlich. Plero, ich küsse dein Herz. Ich wollte nur sagen. Küsst du heute wieder Sucuk? Lieber habe ich Uli Hoeneß als Unterstützer als den hier wie du. Was hast du gegen den jungen Mann? Du kannst auch nur mit dem Kim Jong-un kommen, oder? Ich kann dir auch mit seinem Vater Kim Jong-il kommen. Ja, okay, Jofan, alles gut, alles nein, gut. Das ist nicht sein Vater, das ist sein Großvater. Warte, lass mich mal deinen Vater kommen. Lass mich mal deinen Vater suchen, warte. Warte. Ach, deswegen machst du immer so, Tesla. Hallo. Ist das dein Vater, Jofan? Machst du deswegen immer so? Der macht ja gar nicht mal so, der winkt so komisch. Genau wie du immer, du machst immer so. Ich habe immer gedacht, das singt was wegen Albanisches.
Aber das ist ja wegen Nordkorea, Junge, wie ich dich entlarvt habe jetzt. Guck, deswegen macht Tesla Hahn immer so. Warte kurz, warte kurz. Kommunistischer Ich zeige jetzt den Gruß. Irrfahren, warte, ich zeige jetzt den Irrfahren. Kommunistischer Gruß aus Nordkorea machst du. Es ist eine versteckte Botschaft an dein. Leute, tippt mal alle, ja, alle mal tippen. Ich habe öffentlich den Irakkrieg der Amerikaner befürwortet. Dann ist sicher nicht Saddam Hussein hier, steht sicher nicht in Verbindung mit mir. Ach so? Ja, ich habe Vielleicht ihn nicht hast du so getan, verteidigt. als würdest du das befürworten. Vielleicht bist du eigentlich insgeheim ein Saddam Hussein-Anhänger. Na, sicher nicht. Hier, in jüngeren Jahren. Tesla Hahn. Tesla Hahn vor ein paar Hast du Jahren. gerade Jahren gesagt? Was? Egal. Ich habe gesagt, das bist du von vor ein paar Jahren, als du noch ein bisschen Leute, fesch. kommen schon alle tippen. Da warst du noch richtig fesch damals, Tesla. Karate Tesla. Nein, aber ich sag dir, ich tue jetzt ab jetzt immer TikTok anders, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf diese. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Assis da. Wie du willst, mein Freund. Lero, Dankeschön. Auf Arben und Engel und die ganzen Gestalten, Alter, mit denen gehe ich nicht mehr live. Leute, alle tippen und teilen. Warte kurz, ich teile mal den Stream weiter. Wir müssen dich auch ein paar Mal auseinandernehmen, glaube ich. Den meint ihr? Tesla Han Ich macht meine Karate. dich. Kung Fu. Schau, er macht Kung Fu. Samo. Hiervon soll ich langsam Bilder rausholen. So, warte, jetzt zeige ich euch ein Bild. Jetzt zeige ich. So, da. Alter, du bist so ein Ketzer, Mann. Mach Ich den bin ein Scheiß weg. Ketzer. Mach das weg oder ich gehe offline. Ich zähle bis drei, wenn es noch da ist, gehe ich offline. Wie dich das triggert, Mann. Du weißt schon, dass in Amerika die ganzen, dass es viele von solchen Kirchen in Amerika gibt. Ich wollte nur sagen, LGBTQ infiziert alles hiervon. Ja, und Österreich nicht, oder was? In Österreich eher weniger. Also in Deutschland übertreiben es mit dem. Warte, da habe ich letztens ein Video gesehen vom Vogue-Land, ja, wo sich junge Mädchen als Füchse identifizieren, ja, und sie wollen als mit Fuchspronomen angesprochen werden. Aber das nur so, an manchen Tagen sind sie ein Fuchs, an manchen Tagen sind sie dann wieder ein Mensch. Deutschland ist verloren, Alter. Deutschland ist verloren. Ich hol gleich Bob Cheese, küsst dein Herz, Vegeta Dankeschön. Leute, kommt schon, lass mal ihn auseinandernehmen, Leute. Nehmen wir seine zwei Siege weg. rein. Ich hol gleich Vegeta rein. Mach ein paar Matches mit mir und dann hol wir Geralt rein, Alter, und geh alleine mit ihm, Alter. Ich will mit Nein, ihm suchen. ich will, dass du mit Ich Vegeta will nicht mit Geralt reden. diskutierst. Moment. Komm, Verstehst lass du mich euch? 10 Sekunden, 10 Sekunden. Kommt schon, Leute, kommt schon! Sauber, Kafkas, danke, Kafkas. Schau, sogar Tschetschenen unterstützen mich. Danke, Stefan. Sogar Kaukasier unterstützen mich. Geh jetzt mit Vegeralt. Er hat noch eine Rechnung offen mit dir. Vegeta ist ein irrelevanter No-Name. Ich weiß nicht. Der ist genauso so ein Parasit wie der Miami, Alter. Nur auf der anderen Seite. Das sind Parasiten, Alter. Mit denen gehe ich nicht online. Das sind Parasiten, die nur plappern. Die nur plappern, Alter. Boah, Ekelhafter schon Typ, mal das beleidigt. mit Vegeta, Alter. So ein Parasit, so ein No-Name, den braucht kein Mensch. Boah, Alter. Dann Ich kann man nicht wunderst du damit. dich, dass du gesperrt wurdest auf TikTok und schau, wie ekelhaft du beleidigst. Andere Menschen als Ich habe Parasiten. nichts beleidigt, das ist der Parasit, das ist die Wahrheit, mein Freund. Boah, Alter.
Er macht dich fertig in Diskussion. In jede Diskussion nimmt er dich auseinander, Mann. Nein, tut er nicht. Tut er schon. Der ist genauso auf Goldstückniveau runtergegangen. Wie hat er mich genannt? Ein Hasohn? Ja, der Typ ist ja nicht besser als das, was er angeblich gegen ihn predigt. Wann hat er dich so genannt, Alter? Na, sicher hat er das gesagt. Er wurde sogar gesperrt dafür. Ich habe Screenaufnahmen. Komm schon hier vor. Ja, der Typ ist der größte Goldstück von allen. Wie Gerald, bist du da, dass du dich verwehren kannst, verteidigen kannst gegen die schweren Vorwürfe von Tesla? Leute, kommt schon alle tippen. Aber heute habe ich eh keine Lust mehr. Letzte Runde. Ja, ich bin auch schon müde, fast 2 Uhr und heute diese Gespräche waren wieder so anstrengend, Mann. Richtig anstrengend. Morgen machst du mit Vigerald. Großes Duell mit Vigerald morgen. Na, ich gehe nicht mit Vigerald. Aber was gut ist, mein Account ist geblieben. Kein Dings. Nicht schlecht. Ich bin nicht rausgeflogen heute. Dann geh raus, Benny. ich merke einfach, wie ihr aggressiv werdet. Ja, die ganzen Moslems schauen stundenlang. Manche Accounts habe ich schon vor 2 Stunden gesehen. 2 Stunden schauen. Alina, danke schön. Morgen mal einen Tag TikTok-Pause. Schau, jetzt kommt die wieder aus Sanjak. Wahnsinn. Wir gehen, als er stimmt, weil er zuerst mit Mutter beleidigt hat, der nordkoreanische Migrant. Wir gehen als Mama. Kann mein Bruder so hardcore lecken. Hör auf, Mann. Alter, Wegerat ist so ein armseliger Typ, Alter. Wegerat, bitte. Hey, hör auf, das war jetzt überhaupt nicht. Nein, ja, geh mal irgendwo woanders verderben, ja. Mich interessiert deine hässliche Visage nicht, TikTok-Sportler. Hey, aber mach das nicht, Alter. Mach das nicht in meinem Stream. Tu nicht so. Das war jetzt echt übertrieben, Mann. Fand ich nicht. Schau mal, du kannst nicht so reden. Er ist nicht irgendwie Goldstück oder sowas. Wenn er dich in die Finger kriegt für sowas, er bricht dir alle Knochen. Ja, das will ich gerne. Ja, also Tesla, wir sind keine Goldstücke, wir müssen nicht drohen mit irgendwas. Aber für das. Aber ihr droht genauso wie Goldstücke, ihr seid genauso wie Goldstücke. So, Mann, was redest du da? Ich hab nie jemanden gedroht, ja? Ah, ihr seid genauso Goldstücke, was redet ihr da, Alter? Ihr seid ja kein Stückchen besser, was für alle Knochen brechen. Nie in mein Leben würde ich so ekelhaft beleidigen oder so, wie du das gerade gemacht hast, Mann. Ja, aber Wege war schon, Alter. Seine Mama. Das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr live gehen werde mit Engels Gesicht und den ganzen Leuten da. Weil sie ekelhaft sind, Mann. Weder mit Arbe, noch mit Engel, noch mit gar keinen. Niemanden von denen. Ich mach Zerfetzungen und fertig, Alter. Sonst mache ich nicht mehr. Kein Bock mehr, Alter. Danke, Karl Franz. Leute, letzte Runde. Oder sonst irgendwas, dann tu mit ihm direkt beleidigen und nicht hier mit mir und dann andere beleidigen, während du mit mir live bist. Du wolltest gerade Message überbringer von Wegerald sein, Alter. Ich wollte nicht mal über ihn reden. Was fängst du jetzt damit an? Alina, dankeschön. Ich wollte nicht mal über ihn reden, Alter. Wieso redet man überhaupt über ihn? Du hast auf einmal begonnen, seine depperten Nachrichten zu lesen. Ja und? Weil der Typ irrelevant ist, ja? So, letzter Match. Kommt schon, letzten 10 Sekunden. Danach schlafen gehen, morgen YouTube-Livestream. Danke, Karl Franz. So, du verlierst Tesla, raus mit dir, Mann. An der Land. Moin Moin. Moin.
sagen. Was? Das ist doch das AfD-Logo, oder? Wo ist das AfD-Logo? Ah, Sekunde. Das. Ja. Ja? Und? Also du bist ja krank, ne? Du glaubst an Jesus, ne? Ja, und? Ja? Weißt du, was das hier ist? Da lacht er, ne? Ja, ja, was ist das? Was, ja, was ist das, ne? Ey, hör auf, ja, komm, so ekelhaft. Komm runter, was? Und hör auf, so ekelhaft zu reden, du Verwirrter. Erklären. Schau mal, du kriegst selbst, jetzt kriegst du sogar Publikum, dass 600 Leute dir zuhören, wie wahnsinnig du bist und vielleicht. Ja, du hast das Publikum doch genommen. Warte, du hast das doch hier auf TikTok genommen. Du hast das hier auf TikTok mit deinem Transformation genommen. Hallo. Pass mal auf, du Satanist. Pass mal auf, du Satanist, ja? Guck mal, du lachst, weil ich dich erwischt habe. Weil ich dir gerade auf meine Füße trete. Hier in deinem Haus trete ich dir auf deine Füße gerade. Ja. Und du kannst nur lachen darüber. Wo sind deine Argumente? Welche Argumente? Mann, du zeigst deinen Pfeil, Alter. Was willst du mit diesem Pfeil? Guck mal, das ist nicht nur ein Pfeil. Hör doch mal zu. Guck mal. Ich sag mal, der Lande. Wenn die Leute bei Google Teufelschwanz eingeben, finden die genau das. Warte, ich will dir doch was sagen. Schau mal. Ich will dir doch was sagen. Du darfst deine verrückten Theorien jetzt hier präsentieren und vielleicht, dass du Glück, jemand kennt dich und ruft in Psychiatrie an und dann wirst du morgen eingeliefert und bekommst geistige Hilfe, okay? Okay, ja, danke. Okay. Erzähl uns jetzt, was hat AfD-Logo mit Satanismus zu tun? Erklär mal. Okay, du hast noch nie das Wort BRD, GmbH gehört? Doch, kenne ich BRD GmbH. Habe ich gegründet vor ein paar Jahren, okay. BRD GmbH. Okay. Dann weißt du ja, welches System hier an der illegalen Einwanderung beteiligt ist, oder? Welches System? Das ganze politische System. Mit der AfD. Alles, was im Bundestag sitzt. Und was beteiligt? Ah, ja, guck mal, hier sagt ein AfDler Reichsbürger. Guck mal, selbst Reichsbürger haben mehr Ahnung als Irrfan. Ja, es ist halt so, dass sich hier bisher keiner reingetraut hat. Weil wohl die meisten hier ziemlich doktriert sind. Die meisten sind doktriert von dir. Ja? Das du bist halt der Erste. Der Erste, der sich getraut hat. Der erste Reichsbürger. Okay. Ja, aber du bist ja jetzt ziemlich argumentationslos bisher, ne? Du willst ja bisher nur Informationen von mir haben, ne? Ja, weil du musst mir ja erstmal beweisen, dass AfD jetzt was mit Satanismus zu tun hat. Du hast bislang nichts bewiesen. Du zeigst also irgendwelche Pfeile also und das war's. Mit okkulter Symbolik kennst du dich gar nicht aus? Was hat, der Pfeil ist ein okkultes Symbol. Der rote Pfeil ist ein okkultes Symbol. Hast du schon mal von dem Haus Oldenburg gehört? Ja. Ja? Ja. Sicher? Ja. Ja, dann sag mir mal, welchen Bezug hat das zur AfD? Ich wüsste nicht, welchen Bezug es da geben würde. Haus Oldenburg. Geschlecht hier, Haus Oldenburg, irgendein Adelsgeschlecht. Welchen Bezug haben Sie zur AfD? Klär uns doch auf, Mann. Also du kennst nicht Beatrix von Storch? Doch, kenne ich. Hm? Ja? Dann, ja. Dann weißt du, welche Position die im Haus Oldenburg innehat und dass das weit nein, über den nein, 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 warte, warte, Punkt, weit Punkt, über den Rotschild oder ich kenne Beatrix von Storch, ich weiß aber nicht, welche Position sie im Haus Oldenburg hat, wenn sie überhaupt eine hat. Welche hat sie? Erklär. Sekunde. Die ist da Fürstin. Fürstin. Ja, und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ihr Großvater oder sowas war sogar der Reichskanzler. Okay, schau mal, ich habe jetzt gegoogelt. Finanzen. Hallo, ich habe gegoogelt Haus Oldenburg und von Storch. Und hier kommt hier in der Taz, in der linksextremen Taz, Nikolaus von Oldenburg wollte im Vernichtungskrieg von Wehrmacht und SS einen Clan bereichern. Seine Enkelin ist Beatrix von Storch. Das heißt, weil Beatrix von Storch die Enkelin von Nikolaus von Oldenburg ist, ist sie Satanistin und hat die
AfD im Auftrag von Satan gegründet, oder? Nicht im Auftrag von Satan, da müssten wir schon mehr so in den Bereich der Freimaurerei gehen, damit man überhaupt versteht, welche, ja, damit man diese ganzen, pass mal auf, ja, aber diese ganzen Fürstentümer und diese ganzen Oligarchen sind Freimaurerorganisationen damals schon gewesen, die sich hier zusammengeschlossen haben zu, ja, zum Großreich Deutschland. Zum Großreich Deutschland. Das gleiche gilt für Preußen. Und du weißt schon, dass Beatrix von Storch nicht die AfD alleine gegründet hat und nicht einfach selbst bestimmen kann, sondern eine von vielen Entscheidungsträgern der AfD, die sogar jetzt unter Druck geraten ist und auch nicht so viel in der AfD zu sagen hat, wie du vielleicht denkst. Ja, Moment, du weißt ja jetzt gar nicht genau, wie viel die da zu sagen hat und wie viel nicht, ne? Ungefähr weiß ich schon, ja, doch. Ungefähr, ja? Wie, Moment mal, bist du ganz intern mit drin oder wie? Nein, aber ich bin nicht intern mit drin, aber ich kann das schon ungefähr einschätzen. Wie ist jetzt nicht deine Sache, aber ich kann es ungefähr einschätzen und ich sag dir, sie hat nicht so viel zu sagen, wie du jetzt hier hinstellst. Und das mit Oldenburg, das ist nur Behauptung von dir. Nein, das ist nachgewiesen. Was ist nachgewiesen? Dass die Frau dem Hause Oldenburg noch angehört. Ja, sie kann doch angehören, aber das heißt doch nicht, dass Haus Oldenburg irgendeine spezielle Agenda hat und deswegen die AfD gegründet hat. Und was heißt, was muss ich googeln, um diesen roten Teufelsschwanz? Teufelsschwanz. Ach so, also das Rote in der AfD, im AfD-Logo soll den Teufel. Eine alte Welche fehlenden Friedensverträge? Die fehlenden Friedensverträge nach dem Zweiten Weltkrieg. Welcher Friedensvertrag fehlt da? Was meinst du? Es fehlen Friedensverträge. Ganz einfach ausgehandelte Friedensverträge von einer souveränen Regierung, die wir nicht haben. Digga, du lachst nur. Ich gehe hier raus, wenn du nur lachst. Oh, bitte geh nicht raus, bitte bleib drin. Ah, weil, pass mal auf, es gibt, Moment, Irfan, von dir gibt es noch ganz viele hier, die AfD propagieren und scheinbar gar keine Ahnung haben. Ja, der 2+4-Vertrag kann es vergessen, ist eine 6. Auf jeden Fall gibt es von dir noch wesentlich mehr hier auf TikTok, die scheinbar ganz gut darin sind, die AfD zu propagieren auf irgendwelche kriminellen Ausländer, die natürlich absichtlich hier reingelassen werden, aber das ist, das geht dann gegen die, schau mal, gegen die kriminellen Ausländer, da macht ihr natürlich gar nichts, sondern ihr geht immer auf die eigenen Leute, AfD-Satanisten, Irfan-Satanist, alle sind Satanisten und kriminelle Ausländer lässt ihr in Ruhe und greift die eigenen Leute an, die wenigstens was dagegen machen und ihr habt es als Einzige verstanden und ihr habt die große Verschwörung dahinter begriffen und alle anderen nicht. Wer ist ihr? Ja, du und Reichsbürger, die wie du denken. Ja, scheinbar haben wir das schon verstanden, ne? Das Land ist ja nämlich hier ziemlich im Arsch, ne? Dank solcher, wir gehen mal wählen. Was? Ja, durch solche Leute wie dich, die das ganze System hier sozusagen ausnutzen, auch noch Geld daran verdienen und hier irgendwelche komischen Parteien propagieren, die gar keine Existenzberechtigung haben. Ja? Durch mich ist das Land im Arsch. Durch mich ist das Land im Arsch. Na, pass mal auf, ey, ich sag doch schon mal in genügend anderen Gewerkschaften, auch von der Polizei, und hab denen da auch erklärt, dass wegen denen hier das ganze Land untergeht. Da wollen die auch nichts von wissen. Du warst den Polizeigewerkschaften und hast der Polizei erklärt. Ich hab denen das alles erklärt. Die wissen von der Problematik, können aber nichts gegen unternehmen. Und ich bezweifle, dass dir ein vernünftiger Mensch überhaupt länger als 10 Sekunden zugehört hat. Du bist doch schon einer davon, oder nicht? Ja, aber ich bin keine Polizeigewerkschaft. Wir sind hier bei TikTok. Hier darf jeder Wahnsinnige rein und jeder Wahnsinnige darf hier reden. Unter anderem du.
Du wolltest hier die totale Zerstörung betreiben. Ja, nein, nein, ja, ja, von kriminellen Ausländern. Schau mal, du bist Deutscher, du bist ein bisschen abbekommen. Nein, nein, ich bin Zigeuner. Ich bin Zigeuner. Du bist Zigeuner. Okay, ja, für mich ist jedes Volk willkommen, was ich benehmen kann. Okay, Glückwunsch, Zigeuner, du bist Zigeuner, Glückwunsch. Aber du, was soll ich jetzt gegen dich haben? Du bist kein Moslem, du bist kein krimineller Migrant oder sonst was, du bist Zigeuner und hast gewisse Theorien und bist ein bisschen abgekommen vom Weg. Warum soll ich dich zerstören wollen? Wir können doch ganz normal reden. Naja, ich sehe das so. Also solange zeig du dich so mal jetzt, du brauchst mir nicht die ganze Zeit Teufelsschwanz zeigen. Dreh mal die Kamera jetzt um. Ja, Moment, warte. Wenn du so gern mein Gesicht sehen willst. Ach so, jetzt hast du Kamera ausgemacht. Nein, nein. Ich hab's gedreht. Ah, okay. Du bist Zigeuner. Ja. Und siehst dich als Deutscher oder was? Ich denke, ich kann mich gut genug artikulieren, um mich als Deutscher auszugeben. Ja, man ist ja nicht die eigene Sprache und Sprachfähigkeit ist doch nicht der einzige Faktor, um als Deutscher durchzugehen, oder? Soll ich mir einen Seitenscheitel machen oder wie? Nein, aber ich frage hier einfach. Okay, scheiß drauf, lassen wir das. Neuer Versuch. Warum? Ich frage dich ja auch nicht nach deiner Herkunft, weißt du, was ich meine? Ja, ist ja egal. Ist deine Herkunft egal? Aber meine Herkunft ist ja bekannt, weißt du, ich will ja nur wissen, mit wem ich es zu tun habe. In welcher Funktion warst du denn bei den Polizeigewerkschaften? Als Führer der Reichsbürger. Du bist. Was? Oh, schade, kam das verzögert. Welche Reichsbürger? Welche Einheit von Reichsbürgern? Wo? Reichsbürger Norddeutschland hast du angeführt oder welche? Nee. Für die gesamte Organisation. Ich bin nicht der König von der Reichsbürger. Ach so. Nicht mit Fitzek verwechseln. Nein. So, du bist Abteilung für Sonderoperationen der Reichsbürger. Du bist der Otto Skorzeny der Reichsbürger. Ha? So, ja, so zuständig für Sonderoperationen. Genau, der nur im Internet tätig sein darf, weil er zu gefährlich auf der Straße ist. Der James Bond der Reichsbürger, Otto Skorzeny, Adelante. Aber wie gesagt, wenn dich das ein bisschen getriggert hat mit dem Teufelsschwanz und du wirklich an Jesus glaubst, ja, also wenn du wirklich an ihn glaubst, wenn du wirklich sagst, ah, scheiß auf Fame, scheiß auf TikTok, scheiß auf die Zerstörung. Ich beschäftige mich mal ein bisschen mit dem Okkultismus, mit dem Satanismus, ob die da wirklich solche Zeichen einbauen, ob da wirklich die Leute unterstecken. Nicht nur hier die Storch, sondern auch Gauland, die Weide, wie heißt der eine da, der Höcke, der hier, ne? Ja. Ich kann auch was aufziehen, die haben alle einen Bezug zur Freimaurerei oder zu irgendwelchen Organisationen. Höcke ist Freimaurer. Ja, ja. Guck mal, du siehst ja schon bei alles bei. Hast du irgendeinen Beleg dafür? Ja, hat er nicht eine NS-Vergangenheit? Höcke. Ja. Wie, in welcher Form hat der NS-Vergangenheit? Und was hat NS mit Freimaurerei zu tun? In NS war Freimaurerei verboten. Moment mal, soll ich dich da mal drüber aufklären, was die Aufgabe vom Adi war oder was? Soll ich dich darüber aufklären? Erzähl mal, was war die Aufgabe von ihm? Erzähl. Ja, da war einfach nur unangenehme Leute zu beseitigen, aber nicht um wirklich die Freimaurer zu jagen. Ach so. Also Hitler war im Auftrag der Freimaurer da, um die unangenehmen Leute zu beseitigen. Ja, für die Elite die unangenehmen Leute. Du wärst für die nicht unangenehm. Du bist ja einer, der die propagiert, die Elite. Oh, ich wäre Elite. Ich wäre oberste Elite. Oh, pass auf, wenn an der Beteiligung einer Partei, ja, das Haus Oldenburg beteiligt ist, das steht über Rothschild. Guck mal, du hast diese Familiennamen schon mal gehört, diese typischen Rothschild, Rockefeller und sowas, ne? Ja. Und schon mal gehört. Ja, und die Oldenburg stehen wesentlich weit drüber. Oldenburg steht über Rothschild. Wieso? Das wusstest du nicht. Das wissen viele andere nicht. Shit, ne? Das wusste ich nicht. Haus Oldenburg steht über Rothschild und Rockefeller. Wahnsinn. Und Beatrix von Storch ist mächtiger somit als... Ja, man sollte die nicht immer von Storch nennen, weil das ist eben der Deckname, den sie sich jetzt mitgegeben hat. Geheimagentin von Storch. Ja. Deckname Storch.
Was bringt der Storch? Er bringt das Baby. Ah, okay, da siehst du mal. Also hast du auch ein bisschen von der Allgemeinbildung mitbekommen, ne? Dass die Störche die Babys bringen. Aber das wundert mich wirklich, ja, dass du dich mit gewissen Dingen noch überhaupt nicht beschäftigt hast, aber anfängst, irgendeine Partei zu propagieren, die ganz eindeutig, ja, versucht, gewisse Kulturen hier in dem eigenen Land in die Ecke zu drängen. Die AfD versucht, welche Kultur in die Ecke zu drängen? Ja, unter anderem die christliche. Oder würdest du sagen, Beatrix von Storch ist keine Christin. Das sind keine Christen. Würdest du solche Menschen Christen nennen? Ja. Von Storch ist bekennende Christin. Ja, was die immer alles so bekennend sind, ja. Einstein wurde auch zionistisch erzogen und der kann dir dann auch einen Vogel erzählen, dass der, was weiß ich nicht, ist, ne? So, ja, nochmal zurück. Okay, das machen wir anderes Mal. Die Polizeigewerkschaft hat gesagt, oh, wir müssen die Reichsbürger einladen. Und dann haben sie gesagt, ah, wer ist der Führer? Ah, wir haben da den Adelante, er ist der Chef der Sonderabteilung der Reichsbürger. Und dann haben sie dich eingeladen, oder wie? Ja, so ganz bestimmt nicht. Ja, wie dann? Warum? Seit wann redet die Polizei mit Reichsbürgern? Das geschah alles auf Selbstinitiative und natürlich, die müssen mit einem sprechen. Die müssen auch akzeptieren, dass man Waffen zu Hause hat. Die müssen akzeptieren, dass. Hast du auch Waffen zu Hause? So ein Schwert. Ja. Für deinen Bruder Gerald oder wie der heißt, wenn ich mal gegen den kämpfen müsste. Weil er Jude ist, oder was? Was weiß ich nicht, ja. Ich muss mich ja gegen seine Riesenaxt wehren. Aber er macht dir doch gar nichts. Wie kommst du jetzt auf ihn? Nein, du hast ihn vorhin erwähnt. Nein, ich habe den mal miterlebt. Ist auch einer, der scheinbar irgendein Background-Wissen hat, mit allgemeinem Wissen verbunden, ja. Aber vom Okkultismus und so hat der Typ scheinbar auch gar keine Ahnung, ne? Und da frage ich mich, in welche Richtung orientiert ihr euch hier auf TikTok, ja? Weil, wisst ja nicht, ihr holt bloß nicht Jailoff rein. Jailoff ist Obersatanist, ja? Hat seine Seele schon verkauft, als er mit Bushido Feature gemacht hat. Bitte weg, gar nicht erwähnen den Jungen. Ne? Mhm. Ja, und bei dir frage ich mich echt, wie hast du das geschafft? Ja? Was? Also, so eine Zuschauerzahl zu generieren. Und da kommt mir nur dieses Wort Zerstörung in den Kopf. Ja? Zerstörung. Ja, nein, pass auf, es läuft ja alles nur über Fitner. Leute, die hier ganz normal die AfD propagieren. Ja? Hallo, das ist alles Freimaurerplan. Nach dem Chaos kommt die Ordnung. Deswegen rede ich die ganze Zeit von Zerstörung. Und danach mache ich dann die Ordnung auf TikTok. Wie kommst du jetzt, warum erzählst du mir jetzt Sonder? Scheiße, Alter, du hast das jetzt alles entlarvt, dass Freimaurer-Ideologie dahinter steckt. Deswegen rede ich von Zerfetzung, damit ich kurz wehen, die Zerfetzung muss kommen und danach kommt die Ordnung. Das sagst du jetzt ohne zu lachen, ne? Das weißt ja, das, du, ne? Ja, das wollte ich eigentlich nicht so offenbaren, aber jetzt muss ich, an der Stelle hast du das leider das so rausgekitzelt aus mir. Ja, wie gesagt, das sind ja, pass mal, Moment, du musst ja auch mal überlegen, hier sind auch Leute von dir überzeugt und wenn du jetzt so ein Zeug so versuchst, seriös rüberzubringen oder rauszuhauen, würde ich immer versuchen, da noch immer den Schneid zu bewahren und zu sagen, so hier Leute, hier ist der Verrückte, weißt du? Die Leute sehen schon, dass du verrückt bist. Meine Leute, die sind genug psychologisch geschult, dass sie so viel sehen, dass du in die geschlossene Psychiatrie gehörst, mein Freund. Ja, nein. Also ich glaube, du bist einer der schwierigsten Patienten in der Praxis von Dr. Pezi. Also du meinst echt, der 2+4-Vertrag wäre geltend? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Weil ich habe dir doch... Nee, das habe ich dir nicht erzählt. Okay. Was hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt seit 1954? Was denn? Hey Mann, echt, dass das Bundeswahlgesetz nichtig ist. Nichtig? Doch, fuck. Ja. Shit. Shit, ne? Das heißt, welche Konsequenz? Ja, kein 2+4-Vertrag.
So, jetzt im bist Sinne du von, fertig. Im Sinne von keine souveräne Regierung hat hier jemals einen Friedensvertrag ausgestellt. Oh, jetzt hier ist jemand, der mit dir kämpfen will. Shalom erstmal, Bruder in der Loge. Irfan, ich hoffe, wir sehen uns morgen Abend im Hauptgebäude in Frankfurt. Ja. Ja, egal. In Frankfurt würde ich dich echt vermuten, du. Ne? Wenn ich in Tel Aviv bin, in Frankfurt. Oh. Ja, ja. Ja. Ich habe gehört, du hast Angst vor mir oder vor meiner Axt oder sowas in der Hand. Ich habe nicht mal Angst. Ich setze eher auf die Sichel. Wir hatten auch noch, ja. Das ist ja echt. Aber guck mal, das habe ich mir schon gedacht. Adelante ist zigeunischer Reichsbürger. Anführer der Zigeunerreichsbürger. Hat er selbst gesagt. Also, wenn ich tatsächlich sagen würde, wenn einer von euch beiden ein Bruder ist, dann der Gerald. Warum er? Warum nicht ich? Ja, ich weiß nicht. Also entweder bist du unfassbar gut darin, dich dumm zu stellen, oder das Gelache am Anfang war wirklich, weil ich dich voll erwischt habe. Oh. Ja. Ja, ich habe echt, also guck mal, wenn du möchtest, gebe ich dir auch gerne eine Hotline für Selbstmordhilfe. Also ich will nicht, dass du dich jetzt umbringst oder so, weil du siehst hier ziemlich stark an der Kippe. Also du bist schon hart an der Kippe, so psychisch gesehen, ne? Also so, ne, mit Oberkörper. Hey, schau mal, wie das Wetter. Draußen ist schönes Wetter. Bitte geh einmal kurz in die Sonne, dass deine Haut ein bisschen Vitamin D bekommt. Auf welchem Kontinent lebt ihr, dass bei euch die Sonne scheint? Allgemein jetzt. Ups, jetzt haben wir uns verraten. Du schläfst wahrscheinlich tagsüber und bist nachts wach, so wie du ausschläfst. Ich schlafe gar nicht. Du schläfst gar nicht? Nein. Das erklärt einiges, dass du nicht schläfst. Naja, also, ich glaube, du hast viel Freizeit. Ich glaube, du hast viel Freizeit und seitdem es Bürgergeld gibt, geht es dir auch sehr gut, glaube ich. Und du hast halt viel Zeit, dir so irgendwelche übertriebenen Theorien auf Odyssey anzuschauen, ne? Mhm. Dementsprechend würde ich dir vielleicht empfehlen, ja, so ein bisschen mehr in die Welt zu gehen, vielleicht sogar nur eine Frau kennenzulernen oder ja, irgendwas so in der Art. Ich weiß, damit ist ganz einfach. Ne, geraten hat, mal eine Frau kennenzulernen. Also, wie gesagt, ich sehe euch sehr selten in Frauengesellschaft. Ja, weil ich nicht mit Frau live gehe, logisch. Hey, aber ich habe ein gutes Lied für dich. Das passt irgendwie. Wenn ich dich sehe, denke ich sofort an dieses Lied. Das kennst du bestimmt. Kennst du das Lied? Schau mal, hör mal zu. Von wem denn? Kennst du das Lied? 3 Tage wach, kennst du das? Irgendwie das ist kein Problem für mich. Wenn du 3 Tage wach bist. Das wird erst problematisch nach 7, 8 Tagen. Warum lacht ihr denn da? Ich nehme gar keine Sorge. Keine Sorge, wir lachen nicht. Wir lachen nicht mit dir, wir lachen über dich. Keine Sorge. Ich meine das schon ernsthaft. Hallo, wag es nicht so mit mir als ein Mitglied des Hauses Oldenburgs zu sprechen. Ja, das musst du aber nachweisen. Das musst du aber nachweisen, Kollege. Als Mitglied des Hauses Oldenburg, und da sage ich dir so, mit mir zu reden. Das kann eher von Gerald kommen, Null. Das nehme ich in Gerald eher ab. Also ich wollte noch mal kurz dem Protokoll zuliebe sagen, dass ich bei dir vermute, und zwar ganz stark, dass du vor ein paar Tagen noch in einem anderen Zimmer gesessen hast. Da waren die, ja, ich sag mal, die Wände waren, glaube ich, so quietschegelb, ne? Und so, ne, mit einer weichen Oberfläche, damit du dir nicht selber die Birne irgendwie einschlägst. Ich habe die Vermutung, wenn ich mich irre, dann entschuldige ich mich, aber. Hast du schon mal Erfahrungen in solchen Räumlichkeiten gemacht? Ja, aber als Einweisender. Als Einweisender? Eieiei. Ja. Die armen Menschen, die du behandeln musstest. Ja.
Ich und Gerald sind jüdisch-freimaurerische Verschwörung. Ja, bei Gerald, wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall ganz klar der Auffassung, dass die jüdische Seite sollte sich hier eigentlich immer so bedeckt halten Richtung AfD. Hey, Kyle, nenn mich nicht fett, du verfickter Bastard. Ey, Adelante, aber bitte nicht, dass du jetzt die Woche irgendwie in deinen Keller voll Waffen gehst und dann jemanden was machst und dann heißt es, Irfan Pezi hatte Kontakt mit Attentäter von Buxtehude oder sowas. Ich mach mir jetzt echt Sorgen, dass ich irgendwie mit irgendwas mit dir in Verbindung gebracht werde und dass du mal irgendwie durchdrehst oder sonst was. Also Leute, ich distanziere mich hier öffentlich von Reichsbürgern, BRD, GmbH, Adelante und sonst irgendwas, ja. Also du distanzierst dich auch von der okkulten Symbolik im AfD-Symbol? Nein, da stehe ich voll dahinter, hinter der okkulten Symbolik. Ja, aber Moment mal. Teufelsschwanz. Der ist doch schön. Ja, aber Adelante, vielleicht bist du doch hier der freimaurerische Verschwörer, weil ich habe ein bisschen genauer hingeschaut und deine Frisur ergibt so ein Dreieck und das könnte sein. Dass du uns da irgendwas durch die Blume übermitteln möchtest. Ja, ich habe hier auch eine riesen Pyramide hier in meinem Zimmer. Ne? Also ich bin eine böse Freimaurer. Wo ist der Teufelsschwanz? Ja, aber mal ganz ehrlich, da habe ich dich ja auch gefragt, ob du christlich bist, ob du an Jesus glaubst und sowas, ja. Und da habe ich gedacht, okay, der größte Kontrahent von Jesus, da müsstest du drauf anspielen. Wenn, ja, guck mal, Gerald sagt, ne? Der denkt, das ist eine Comedy-Show oder so, ne? Ja, ist halt die Frage, ob das im AfD-Logo tatsächlich ein Teufelsschwanz sein soll. Weil es darum geht. Das ist die entscheidende Frage, Adelante. Was heißt eigentlich der Name Adelante? Vorwärts. Vorwärts. Ja, ist Spanisch. Hast du PayPal, Adelante? PayPal? Nein. Willst du? Er will doch nicht, dass die Weltregierung ihn kontrolliert. Habe kein Telegram, ich habe kein PayPal und was weiß ich. Aber nicht. TikTok hast du. Ja, aber TikTok, weil hier wird die Zerfetzung betrieben, ne? Nicht auf Telegram. Warte, Adelante, die freimaurerische Zerfetzung und danach machen wir die Ordnung nach der Zerstörung und Zerfetzung kommt die Ordnung. Ich hätte dir gerne so einen Zehner über PayPal rüberspringen lassen, dann könntest du mal zum Friseur gehen. Also, ne, ich meine es wirklich nett mit dir. Aber 10 Euro reicht nur für Knackenfriseur. Ich sag mal so, sobald passende Gegenargumente kommen, ey, ich bin bereit, eine Glatze zu schneiden und mir AfD hier auf der Stirn tätowieren zu lassen, ja. Aber bisher. Okay, ja, die Gegenargumente anfangen? Von der Zerfetzung ist nur eines übergeblieben, und zwar, dass ich irre sein soll. Ja, weißt du, wo die Therapie quasi anfängt? Oder wo die Meinungsmache quasi anfangen könnte bei dir, wäre, wenn du halt endlich mal deine Ritalin-Tabletten einnehmen würdest. Und mal als Ansatz so vielleicht. Ich denke mal, ich lebe medikamentenfreier als du, Gerald. Glaubst du? Da bin ich mir zu 1000% sicher. Er trinkt Kinderblut. Wie heißt das? Adrenochrom oder wie heißt das? Hey, das solltest du doch nicht sagen. Aber guck mal, das kannst du doch jetzt gar nicht ergoogelt haben. Also guck mal, irgendwo hast du ja so ein paar Wörter mal aufgeschnappt oder hast du mal irgend so eine komische Doku angeguckt oder weil, vielleicht auch den Xavier, ich weiß es nicht, was du dir da an. Ja, ich will dir auch nicht vorwerfen. Wo du irgendwie deine Quellen herziehst, ja. Aber du scheinst ja irgendwo mal in den Kaninchenbau reingeflogen zu sein und wieder rausgekrabbelt zu sein. Wie alles im Wunderland bin ich in den Kaninchenbau. Ja, bald heißt das alles im Polenland, ja, weil die hat ja die Grenzierung der Polen, ja, die hat die komplette Grenzierung der Polen in Frage gestellt, ne? Nachdem die 1300 Milliarden verlangt haben. Adelante, du bist doch super. In Symboliken entschlüsseln, oder? Moment, warum gehen wir nicht mal kurz darauf ein, dass die alles tatsächlich die Grenzierung der Polen in Frage gestellt hat? Okay, so, super spannend. Ich gehe schlafen, Alter. Ich muss schlafen gehen, Mann. Keine Zeit mehr für sowas. Also, Adelante. Ich,
Hab mich gefreut, zigeunischer Führer der Reichsbürger Norddeutschland. War ja nett, kennenzulernen, den zigeunischen Anführer der Reichsbürger. Das war aber nicht, das ist nicht stark, das weißt du, ne? Was? Nein, schau mal auf die Uhr, 2:30, wie lange sollen wir reden? Nein, aber wie gesagt, wenn du hier in TikTok von Zerstörung sprichst, versuch halt mal, Du hast mich zerstört. Ich hatte keine Chance. Adelante hat Zerfetzung mit mir gemacht. Ich kann nicht mehr. Aber Adelante, hör mal, in einer Sache hast du sogar recht. So, ich habe echt ein paar Geheimnisse. Ich kann jetzt mal vielleicht ein bisschen was leaken. Und zwar bekomme ich jetzt in diesem Augenblick gerade so eine kleine Petiküre an meinen eingewachsenen Zehennägeln von Tesla Hahns Familienmitgliedern. Ja, das kann ich schon, glaube ich, mal liegen. Ja, aber wenigstens behältst du ja noch den Humor bei um die Uhrzeit, ne? Alhamdulillah. Okay. So, Schlafenszeit. Ne? Vielleicht, wenn du mal gleich deine Augen zumachst, du kannst ja darüber schlafen, ich nicht, ich bleib wach. Machst du dir vielleicht mal ein paar Gedanken. Drei Tage wach. Über den Satanismus, den du hier betreibst, ne, mit den Zerfetzungen und so, ne, ist von mir aus auch okay, wenn du irgendeine Ordnung dabei her sinnst, ne, aber ich sehe da keine Ordnung drin. Okay, alles klar. Danke dir und wir hören uns, geh schlafen. Danke für den intellektuellen Disput, ja. Das war keine Argumentationsdefizit, was ihr hier vorgetragen habt. Okay. Ich wünsche euch noch ein schönes Leben. Das war sehr toll. Ihr seid sehr starke Menschen, ihr beiden. Habt sehr viel Ahnung, habt sehr viel Allgemeinbildung und ich wünsche euch viel Spaß noch. Episch! Alles klar, wir hören uns. Komm mal wieder, dann können wir ausführlich diskutieren, Adelante, okay? Ach, der ist schon draußen. Meine Güte, ist das echt ein merkwürdiger Mensch. Aber ist halt der war, was? Ja, der war echt interessant. Krass, der hat unsere Geheimnisse aufgedeckt. Ich war schon ein bisschen nervös. Ja, fast. Xi Jinping und alle. Nein, Mann, ich mach nichts mehr mit denen. Ich mach nur noch Diskussionen und so. Ich mach mit denen nichts mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf die, Mann. Keine Lust mehr. Vor allem, Alter, ich hab gedacht, so hier, letztens hatten wir ja schon mal sowas gehabt in der Art. Da hab ich mir gedacht, diese Scheiße darf man sich nicht reinziehen lassen, sondern man muss ein Programm komplett durchziehen auf TikTok und dann passt das, weißt. Aber sobald man da einsteigt mit diesen Leuten und so weiter, weißt, ich habe gedacht, wegen ein bisschen Reichweite und so, weißt, um noch mehr Leute zu erreichen, die man, weißt du, so dümmere Leute, die nur Scheiße schauen, dass die auch mal was Vernünftiges hören, aber ja. Ja, und hier auch nochmal, können wir ja nochmal sagen, für diejenigen, die etwas höheres Niveau vielleicht gewohnt sind, die können dann am Freitag um 18 Uhr bei Irfan PC auf YouTube mal vorbeischauen. Dort wird die Amselfelder Late Night Show hochgeladen. Das ist die Folge 3 diesmal mit mir, mit Irfan und mit Hamlet, also Dreierpack. Das wird richtig episch. Das Thema ist die Todesangst und war ein ziemlich geiles Gespräch. Wie gesagt, um 18 Uhr auf Irfans Kanal und im Anschluss direkt um 21:30 Uhr oder so machen wir dann auch die Freitagspredigt ebenfalls zusammen. Da ziehen wir auch so ein Resümee quasi auch, ne? Und dann, ja, das ist ein richtig geiler Abend für mich, glaube ich. Genau, und beantworten die ganzen Fragen. Also Freitag, volles Programm. Ab 18 Uhr geht's los auf YouTube. Die Folge wird ausgestrahlt. Die könnt ihr euch anschauen. Die wird als Livestream quasi ausgestrahlt und danach dann richtig gut. Am Freitag auf YouTube und morgen auch, morgen 21 Uhr auch YouTube. Morgen ist erstmal TikTok-Pause und ja, so ist das Programm für die nächsten Tage. Ja, alles genau. Klar. Wie Gerald, danke dir. Wir hören uns eh. Wir spätestens dann Freitag haben wir eh den Stream zusammen. Ja, freue ich mich schon und. Jo, okay, eine epische Nacht euch. Vielen Dank. Jo, ja. Ciao. Oh, ciao. Also, ich habe eigentlich schon alles angekündigt. Morgen 21 Uhr, morgen gibt es TikTok-Pause. Vielleicht Donnerstag wieder TikTok. Ich schau mal. Und Freitag dann YouTube. Ja, vergiss nicht, Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Danke auch an alle Zuschauer. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir hören uns dann